Hallo und herzlich willkommen bei Moon Talk Meta, das Format, wo wir über die gehobene Ebene des Wrestlings, nämlich über die Meta-Ebene reden. Und heute habe ich wieder illustre Charaktere eingeladen. Als erstes den Million Dollar Man, Ted D. Gordon. Still your world champion. Ja. Und alles Ja, gut? ich bin schon gespannt, mit was du uns heute wieder Uso Penetration willst. Ja, ihr könnt gespannt sein. Als nächstes habe ich natürlich Double J bei mir, Julian Janetti. Oh, das ist auch nicht schlecht, auch mal was Neues. Ja, hallo zusammen, willkommen zu Meta Nummer 17. Wir haben ja dann bald wieder eine Jubiläumsausgabe. Na gut, ein bisschen dauert es natürlich noch. Ich bin sehr gespannt. Ja, freut mich, dass du da bist. Und natürlich den dritten im Bunde, das ist natürlich Con Robway. Hallo. Was? Grüße. Auch ich bin gespannt, worum es geht, denn bei Meta gilt ja immer, wir wissen vorher nicht, was Thema sein wird. Also leg mal los, ich will das wissen. Ja, mein Thema ist heute eine viel zitierte Promo von einem WCW-Wrestler, der das sogar durch die Werbebreaks durchgesagt hat. Ja, Move 108, Armbar. Wir reden heute über das Move-Repertoire von Wrestlern. Okay. Okay, ja. Schön. Ja. Ich hab jetzt so erstmal mit zwei Kategorien startet. Kategorie 1 ist More is More 1. Braucht ein Wrestler wirklich viele Moves? Ich werde kurz dazu noch ausholen. Wir hatten die Tage mal so privat drüber gesprochen, dass Jim Cornette sich ja mal lustig gemacht hat, dass Diesel nur sechs Moves hatte, including the Hairflip. Ja. Und da kam mir nämlich die Überlegung, naja, aber braucht denn ein Wrestler auch wirklich viele Moves, um zu scheinen sozusagen? Und ich denke, wenn wir von shining Bild reden, dann ist das natürlich Gordon, der hier als erstes darauf antworten kann. Ja und nein. Also es kommt ja natürlich immer darauf an, was man von einem Wrestler irgendwie erwartet. Ne? Natürlich brauchst du nicht zwangsläufig irgendwie ein Move-Repertoire von 100 verschiedenen Manövern. Das ist ja vollkommener Quatsch. Wenn du die Masse auch so begeistern kannst, irgendwie wie es ein Austin später getan hat, der ja, wenn man ihn als Stunning Steve noch gesehen hat, Anfang der 90er deutlich mehr Aktionen gezeigt hat als später als Stone Cold, wo sein gesamtes Repertoire hauptsächlich aus Schlägen und Tritten bestand. So. Das hat natürlich funktioniert, weil er einfach einen guten, gut aufgebauten Charakter hat. Aber wenn man jetzt natürlich sagt, Mensch, ich mag aber auch Technikschlachten und ich gucke mir das gerne an, wenn sie irgendwie verschiedene Sachen zeigen können, dann bin ich halt schon gelangweilt, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, man hat ein Submission-Match und Leute können halt können nur Rest-Holds ansetzen, ja, so wie Side-Headlocks, die mich halt zu Tode langweilen, während es ja auch unglaublich geile Submission-Manöver gibt, wie es ein, was weiß ich, keine Ahnung, Dean Malenko eben gezeigt hat, oder auch meinetwegen ein Regal oder ein Finlay oder keine Ahnung, so Leute, die eben diese Art auch erlernt haben. Und das ist dann halt einfach auch interessant, weil man dann auch jetzt zum Beispiel Drew Gulak ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, ne? Der einfach intelligent zeigt, wie kann ein Manöver und ein Kontermanöver aussehen so. Und natürlich können einige Leute das überhaupt nicht. Aber ich sage auch, wenn der Charakter dahinter dann aber nicht so viel bietet, vielleicht auch einfach charismatechnisch eine absolute Gurke ist, dann gucke ich mir lieber einen ordentlichen Brawler an, der mich zumindest in der Show begeistern kann. Ja, JFK, du kannst dann gleich weiter einhaken. Stimme ich absolut zu. Wenn man sich ein Match anguckt, von, wie schon eben angesprochen, einem Diesel, einem Nash, der bringt ja nur die entsprechende Ausstrahlung mit und da stellst du dich auch auf das Tempo ein. Also er passt das Tempo, oder beziehungsweise der Zuschauer stellt sich auf das Tempo ein, was er im Ring bietet. Und dann wirkt das auch ganz anders. Du erwartest es ja gar nicht. Allein schon, wenn du ihn siehst, du musst ja nicht mal Fan sein, du musst ihn ja nicht mal kennen. Du siehst ja, okay, das ist ein großer Typ, der bewegt sich sehr behäbig, ist so ganz, ganz cool irgendwie und souverän. Dann wird er da ja keine großen Flips zeigen. So. Ja, Hogan ist auch ein gutes Beispiel, ne? Also der kann auch große Matches aufbauen um drei, vier Moves rum.
die sich dann auch nach einer gewissen Zeit wiederholen. Dann ist da möglicherweise noch eine exakte Choreografie drin. Aber das merkst du dann in dem Moment gar nicht so sehr. Das ist, ja, die machen das durch die Ausstrahlung wett und dann funktioniert's eben. Bei dem Cena ist es wieder was anderes. Der hat ja immer noch weiter versucht, sein Repertoire auszubauen, hat aber auch viel mit der Ausstrahlung gemacht, das stimmt wohl. Aber hat immer stetig versucht, sich zu verbessern. Da sagt die alte Schule jetzt natürlich, brauchst du gar nicht. Ne? Mhm. Ja, die Leute sitzen da doch schon. Warum willst du jetzt hier groß noch irgendwelche Moves auspacken und erfinden, die du noch nie gezeigt hast? Mhm. Also Man muss da immer so ein bisschen abwägen. Es darf nicht zu wenig sein und es muss einen Wiedererkennungswert haben. Und vor allem müssen die Moves sauber sein. Sie dürfen den Gegner nicht verletzen. Dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Auf alle Fälle. Wie stehst du denn dazu, Conway? Braucht ein Wrestler wirklich viel? Ja, eigentlich wurde schon alles gesagt. Ich finde nur ein paar Punkte ganz interessant, die gesagt wurden. Zum Beispiel JFK, Zitat, Wiedererkennungswert. Ne? Ich glaube, deswegen siehst du auch bei vielen Wrestlern, sowohl damals als auch heute, wenn sie Moves haben, egal wie viele, ob es nun 5 sind oder 10, solange sie Wiedererkennungswert haben, kannst du davon ausgehen, dass die Moves sich in den Matches dann auch über die Jahre oder Monate oder was auch immer sich wiederholen werden, weil du dann weißt, diesen Move ordne ich dem Wrestler zu. Ja, was weiß ich, 3 Suplexes ohne Loslassen, ist für mich Eddie, weißt du, also zum Beispiel. Mhm. Oder 3 German Suplexes wäre Benoit oder Kurt Angle. Und Gordon zum Beispiel hat auch wiederum erwähnt, wenn der Wrestler keine Ausstrahlung hat, dann macht er das vielleicht mit Moves weg. Dann fiel mir so jemand ein, wie zum Beispiel Shelton Benjamin. Weil die Matches waren geil. Mhm. Aber der Typ selber, ja, gut. Was ich aber auch interessant fand, als ich so überlegt habe, ist, wenn ein Wrestler viele Moves hat und die meinetwegen auch sauber ausführt und seine Matches dann vielleicht auch schick sind, ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn man so weiter drüber nachdenkt, je mehr Moves ein Wrestler hat und auch auspackt, manchmal umso verzweifelter wirkt er manchmal. Mhm. Hast du das Gegenbeispiel Kevin Nash? Der macht da so 3-4 Dinge, wirkt aber auch durch seine Ausstrahlung so, ich habe alles im Griff. Ich habe das nicht nötig. Mich da mir einen Affen zu machen und das kann natürlich auch. Dann hast du aber wieder Wrestler wie zum Beispiel Daniel Bryan. Da wirken Moves, könnte man meinen, bei jemand anderen verzweifelt, aber wenn er sie macht, wiederum nicht. Weil das ist ja wieder, könnte man behaupten, Teil seines Gimmicks, dass die in Anführungsstrichen eigentlich verzweifelt wirkenden Moves bei ihm auch irgendwo Teil des Charakters sind, ne? Oder was weiß ich, Chris Benoit ja nicht umsonst zu Köppler genannt wurde, ja. Also das ist schon doch ein interessanteres Feld, als ich zu Beginn dachte. Also, da kann man viel tiefer reingehen. Das hast du ja bestimmt auch, das hast ja bestimmt noch andere Punkte, die du jetzt abarbeiten willst. Ja, ich gehe jetzt mal in More is More 2. Ja, braucht ein Match wirklich viele Moves? Ja, wir kennen diese Matches, die überladen sind mit 70 Milliarden Moves, wo auch kein Move irgendwie zum Finish führt, sondern man immer noch einen draufsetzen will. Und dann ist die Frage, braucht das ein Match wirklich? Wenn ich an Warrior Hogan denke, war da ja nicht viel, aber die Crowd war ja trotzdem heiß wie ein Zäpfchen. Oder JFK? Ja, es gibt viele Beispiele. Oder auch, das hat auch viel mit der Erfahrung zu tun. Wenn du relativ unerfahren bist, dann denkst du ja, oh, ich muss in jedem Match 20 Moves abfackeln, einer spektakulärer als der andere, damit ich im Gedächtnis bleibe. Das mag am Anfang auch stimmen, solange du sie wirklich beherrschst und sie auch ja in positiver Erinnerung bleiben und nicht irgendwie abgeschmiert oder sonst wo runtergeplumpst oder ja, das wirkt dann einfach nicht so gut. Ne? Da bleibst du zwar auch in Erinnerung, aber okay, auch negative Werbung ist Werbung, wenn du so willst. Aber ich glaube, die Erfahrung, die kommt erst später. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass wohl Bubba Ray gesagt hat zu AJ, als die ein Match hatten, ja, du bist ein absoluter Top-Athlet, du bist super, du hast richtig spektakuläre Moves und ich zeig dir jetzt mal, wie du sie richtig einsetzt. Und er war dann natürlich erstmal was? So, also dazu gehört ja noch mehr. Du musst ja auch die Moves richtig dosieren.
Das können eben viele. Wie schon angesprochen, Nash, Hogan, Cena, in Europa, in Deutschland würde ich einen Joey Legend nehmen, der super Main-Events aufbauen kann, weil er mit dem Publikum spielt. Und ist eben auch ein Heavyweight, ne? Also schon sehr beweglich auch, aber ja, macht eben auch nicht zu viel, ne? Also es ist wirklich gut anzusehen und es reißt auch mit, auch wenn jetzt nicht irgendwie die Matches aussehen wie bei den Young Bucks. Was ja grundsätzlich das Negativbeispiel ist. Ja, oder zum Beispiel dieses hochgelobte Ricochet gegen wie ist der Brite noch? Hilf mir. Oder helft mir. Will Ospreay. Will Ospreay, danke. Das war ja auch ein Abfeuern von Moves. Aber mich hat es irgendwie ermüdet. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Gordon, die ganze Thematik? Ja, da haben wir nun schon etliche Male drüber gesprochen. Ne? Natürlich mag aber nicht in diesem Format. Nee, das ist richtig. Aber natürlich finde ich es erfrischend, wenn jemand nicht immer nur sein Standardrepertoire auspackt. Ich weiß nicht, wir hatten das, glaube ich, vor einigen Ausgaben mal, dass wir ja dieses Match hatten zwischen Sean und Marty. Als Marty wiederkam bei den New Rockers und Sean halt gerade Face war in der Click. Und da waren sie, ich weiß gar nicht wo, in Arabien oder so, in den Vereinigten Arabien. Kuwait, genau. Ja. Und das war ein echt gutes Match zwischen den beiden. Und plötzlich haut Sean mal eben so ein DDT raus. Ein Manöver, das eigentlich nicht zu seinem Standard gehört, ja. Und auch ein Jannetty dann eben mal andere Manöver. Die Varianz ist da einfach größer. Und sowas finde ich dann sehr erfrischend, abwechslungsreich und auch cool. Es verkommt zu einem Schaulaufen, wenn Will Ospreay und ein Ricochet, so gut sie auch sind, einfach irgendwann nur noch Manöver runterspulen und man nach 21 Minuten Match irgendwie den sechsten Flip, Splash, keine Ahnung, 450 Splash, Triple, Moonsault, sonst irgendwie was gesehen hat, so, und es führt immer noch nicht zu einem Erfolg. Highspot um Highspot um Highspot und alles bringt gar nichts. Das ist auch was mir im japanischen Wrestling teilweise einfach zu viel ist. Beim letzten Wrestle Kingdom habe ich das ja auch mehrfach gesehen. Also da sind mir einfach Sachen zwischen Naito und jetzt komme ich wieder auf seinen Namen nicht, Okada, sind mir dann am Ende zu viel. Ja, wenn ich dann schon sechsmal den Finisher gesehen habe, so ungefähr, hier ist der Rainmaker und da kommt dann nochmal irgendwie was und dann sitzt man irgendwie da und denkt sich so, oh Gott, ja, okay, einmal auskicken, meinetwegen zweimal, ja, vielleicht auch noch. Aber beim dritten, vierten, fünften Mal, das ist dann auch ein Verschleiß von Finishern. Das ist ein Verschleiß von Power-Manövern. Ja, die beiden lassen sich dann gegenseitig auf den Nacken fallen, so wie es ja auch bei AEW am Anfang immer der Fall war, zwischen den Young Bucks und den Lucha-Bros da. Hier noch ein Package-Pile-Driver, da noch ein Pedigree, hier noch das wieder, dann auf die Leiter, von der Leiter runter. Und trotzdem, es reicht alles nicht, ja. Mhm. Wo ich mir dann immer irgendwie denke, das ist irgendwann unrealistisch, es ist einfach zu viel. Wie viel soll da noch kommen? Also ich meine, sowas kann man vielleicht einmal machen in einer unglaublich lang geführten, harten Fehde. Da würde ich mir das eventuell gefallen lassen. Aber bei einigen Leuten kommt das Woche um Woche vor. Ja, gerade auch in den Independents. Und das war einer der Gründe, warum ich die Independents schon 2006, 2007, wo das ja irgendwie dann auch ein bisschen größer wurde mit den ganzen Sachen, irgendwann nicht mehr mochte. Wo so viele das gefeiert haben, ja, WWE ist alles nur standardisiert, das ist alles langweilig, keine Ahnung, guck dir mal das an, guck dir mal das an, guck dir mal das an. Ja, und ich habe mir dann da Matches angeguckt, die sind keine Ahnung, teilweise 28 Minuten lang zwischen zwei Kontrahenten. Es gab zum Beispiel auch zwischen Kevin Steen und El Generico. Das Match fand ich nicht schlecht, aber das war auch mindestens 5 Minuten zu lang und das Ende war einfach too much. Ja, man kriegt dann hier nochmal irgendwie einen Stunner auf den Stuhl und dann kommt ein Hello the Kick, ja, gegen dies und jenes und keine Ahnung. Und dann packt der nochmal den Finisher aus und der nochmal und hier ist ein Package Pile Driver und hier ist ein Backpack Stunner und keine Ahnung. Und alles führt nicht zum Ende. Dann bluten beide irgendwann. Ich denke dann auch so, Leute, das ist einfach zu viel. Die Crowd war auch am Ende total auf. Die wussten irgendwann gar nicht mehr, soll ich jetzt noch jubeln?
wechseln oder nicht? Endet das nochmal? Klar kommt dann irgendwann Fight Forever Chance, aber was sollen sie sonst auch noch tun? Ja, und wie also du, das wie, ist jede PWG-Show ja quasi. Das ja, genau so. Genau so, und das ist ein großes Problem. Und wie du ja gerade richtig sagtest, Hogan gegen Warrior brauchten das nicht und die Crowd war trotzdem investiert in das Match. Einfach, weil die Charaktere halt sehr over waren und einfach auch groß aufgezogen waren. Und wenn jetzt die Leute sagen, ja, das war in den 80ern, ja, dann nimmst du The Rock versus Hogan. Das ja, war doch genauso. Das war doch auch kein Feuerwerk an Technik. Aber die Charaktere waren einfach richtig konsequent gebuckt. Und genau das ist es. Es geht ja genau um sowas. Du musst einfach gut aufgebaute Charaktere haben, die gegeneinander antreten. Dann brauchst du nicht zwangsläufig nur Manöver abzuspulen. Aber für mich persönlich muss ich sagen, wenn man mal in einer guten Dosierung, es ist doch wie mit allem, nicht zu viel Salz, nicht zu wenig Zucker, nicht zu viel. So, und so ist es bei einem Wrestling-Match in meinen Augen auch. Nicht nur drei Manöver haben und die ständig zeigen, Spear, Goldberg langweilig, aber eben auch nicht hier irgendwie, keine Ahnung, Independent Wrestler XYZ, der 25 Pedigree-Varianten zeigen muss, um überhaupt irgendjemanden auszunocken. Das ist mir dann auch wieder zu viel. Das Mittelmaß macht's einfach. Bei den, genau, also bei den PWG-Shows ist genau das, was du sagtest, mit dem zu viel Salz, dass man quasi den um den Kopf abgedreht und einfach reingehalten, dass Kilo Packung Salz, ja, auf halben Liter Wasser oder so. Also, das ging mir PWG, wenn es, oh, der neue Pay-Per-View ist draußen, dann gucke ich mir den an, zwei, drei Matches, denke, boah, ich brauche jetzt eine Pause. Und das ist ja auch dann nicht gut, wenn du nach zwei, drei Matches so, ich bin jetzt total, also, der Opener hatte quasi eine Spannungskurve, als es der Main Event gewesen, weil jeder nochmal irgendwie auskicken muss oder was weiß ich. Ja. Und genau, und das müdet auch. Jetzt frage ich mal der Letzte in der Runde, Conway, wie siehst du das denn? Also wenn braucht ein Match wirklich viele Moves? Ja, das ist die Grundfrage. Da könnte man ja sagen, dass das vom Match-Typ halt abhängt. Ne? Es ist ein Match, wo du schon eine Story hast, die zum Match führt, dann ist es vielleicht nicht so nötig. Und wenn du dann viele Moves reinpackst in das Match, weil du vielleicht weißt, das wird auch das einzige Match bleiben, ja, weil du hast es so gebookt, dass es da keine Folgematches geben wird, was heute zum Beispiel bei WWE eher selten der Fall ist, da kommt das dann noch 10-mal. Aber wenn du das dann so hast, dann kannst du ja viele Moves reinpacken, aber dann halt gut dosiert, weil sonst, wenn alle Moves auf einmal oder das Match nur aus Moves bestehen würde, dann würde das der Story wieder nicht gerecht oder dann würde das die Story, die zum Aufbau des Matches geführt hat, in den Hintergrund rücken und so weiter. Ich fand Gordons Erwähnung, da wollte ich nochmal drauf einsteigen bezüglich, wenn viele Moves hintereinander und vielleicht auch mehrere Finisher, dann gerne am Ende einer wirklich lang aufgebauten Fehde. Das hat er so gesagt. Und diese lang aufgebaute Fehde hatte ich eine im Kopf, weil die ist wirklich lang aufgebaut. Die ging im Grunde ging die über Jahre. Ich sag nur WrestleMania 19, The Rock gegen Austin. Das letzte Match, auch von Austin, auch der beiden. Das ist eigentlich so ein Ding, Ed. Ne? Da hatten die das nämlich. Stunner hier, Rock Bottom da, dann auch noch umgekehrt, ich nehme deinen Finisher, du nimmst meinen. Aber da hat das auch gepasst, ja, weil da war das wirklich nicht nur das letzte Match, sondern es war auch eine ewig aufgebaute Fehde so gesehen, weil die, und dann auch über Mania, weil vorher schon zwei Mania-Matches gehabt gegeneinander und so. Da passt das, also ja. Aber im Grunde haben sowohl JFK als auch Gordon das schon zusammengefasst. Mhm. Die Mischung macht's, die Menge, die Würze. Ja. Ja, aber keine Angst, Conway, du bist jetzt als nächstes gleich wieder dran. Ja, dass du jetzt nicht mal sagen musst, die anderen haben schon gesagt. Jetzt darfst du voll ausholen. Ich möchte jetzt mehr vom quantitativen Aspekt weg von dem Move, sondern mehr zum qualitativen Aspekt, ja. Also, in welchem Umfang siehst du jetzt nicht nur einen Finisher, sondern das ganze Move-Repertoire eines Wrestlers helfen dabei, wirklich die Story im Ring zu erzählen? Teilweise, aber es hilft, das Moveset hilft auch den Wrestler, den Charakter, das Gimmick zu formen. Weil ich muss da immer an die Videospiele denken, also der letzten Jahre, also auch vor 2K und so. Ich habe es immer gemocht, die Wrestler, die schon im Spiel waren, ja, immer die WWE-Worker, in den Editiermodus reinzugehen. Und das Moveset meinen Vorstellungen anzupassen.
weil ich immer hatte dann irgendeinen Worker, das ist völlig egal wen eigentlich. Rey Mysterio mit dem Jackhammer, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nee, eben nicht. Sondern, ja, Rey Mysterio ist kein gutes Beispiel. Bei mir waren es immer Worker, die ich editiert habe, wo das Gimmick mich interessiert hat oder der Charakter. Shorty G? Ja, eher so Worker, die noch nicht fertig waren, die nicht so krass over waren, dass der Charakter mich schon, dass der Charakter für mich schon unveränderbar ist, was weiß ich, wie bei Austin. Ach so, okay. Mhm. Hier schau nur her. Weil den mochte ich, der hatte was für mich, der kam aber halt nie so weit. Aber in meinen Games, dann habe ich dem bestimmte Moves gegeben, wo ich fand, die passen irgendwie zu seinem Look oder zu seiner Athletik oder. Also das ist schon, das Moveset ist schon, spielt schon eine Rolle, ja. Jetzt mal ganz plumpe Beispiele, damit man grob weiß, worum es geht. Ich will, ein Umaga sollte keinen 450 Splash machen, obwohl. Nee, okay, sagen wir mal, ein Umaga sollte keinen 619 machen. Ja, okay. So. Oder ich kaufe einem Brian Kendrick nicht ab, wenn sein Finisher der Daumen von Umaga wäre. Der Finger. Ja, okay. Ja. So. Also das ist, spielt schon eine Rolle. Und ja, okay. Ich wollte sagen, da hast du die Frage anders interpretiert, als ich dachte, und du hast trotzdem eine super Antwort gegeben. Okay. Ich wollte eigentlich sagen, wenn du jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, jetzt wird JFK ja, vom Stuhl fallen. Ich nehme mal Brett Sedman Hardy, den ich hier positiv erwähnen möchte. Ja. Der quasi, was ist das denn jetzt hier? Der quasi wusste, wenn der Gegner Diesel ist, dann setze ich extra Moves an, die gegen sein Bein gehen, weil ich kann ihn sowieso nichts anderes mit ihm machen, außer ihn quasi seinen Stance nehmen. Sowas mache ich, also sein Repertoire anpassen. Aber deine Antwort war auch super, Conway, das ist jetzt eine ganz andere Richtung. Jetzt kann JFK auf deine Antwort und auch auf meine nochmal inhaltlich vielleicht etwas zugeschnittenere Frage antworten. Ja, ich scharre die ganze Zeit mit den Hufen, weil ich ein bestimmtes Beispiel im Kopf habe, was sich auf deine Frage eher bezieht, Espada. Ja. Wahrscheinlich auch mehr so Richtung, wie man um einen Move auch Matches aufbauen kann, um da die Qualität hervorzuheben, oder was meinst ja, du ja, genau? Ja, genau. So, gut, okay. kann man auch so machen, dass man dass man es gar nicht auf den Move auslegt, sondern im Gegenteil, dass man etwas andeutet, Tag-Team-Titel-Match, Owen Hart und Yokozuna bei WrestleMania 11 gegen die Smoking Guns, wo es den Banzai-Drop gab und Owen erst den Sharpshooter ansetzen wollte und dann aber so mit dem Zeigefinger, nee, brauche ich nicht, mache ich nicht und covert, ich glaube, Billy Gunn einfach so. Das fand ich richtig gut. Weil dieser Move dadurch betont wurde oder besonders hervorgehoben wurde, indem er nicht gezeigt wurde. Das zeigt doch eigentlich, wie wichtig Moves für ein Match sind und wie sehr sie auch eine Karriere definieren können und wie sie auch Fäden anheizen können. Das Frage ist nicht Movesets in dem Sinne, sondern den Stil. Ja, auch. Also beides. Du hast es, Michi, das ist so beides. Also quasi, wenn man jetzt sagt, ich sag mal, man hat eine Fehde. Jemand ist Ich erinnere mich gerade, wir hatten eine Meta, da hat Gordon eine Antwort gegeben, die in eine Richtung ging, wo du meintest, das ist eine Extra-Meta. Und ich glaube, die haben wir gerade. Ja, danke. Genau da wollen wir hin. Genau da will ich hin mit dieser Meta. Ja. Siehst du? Okay. Das war die, wo wir über die Finishing-Moves gesprochen haben. Ja, genau. Und ja, ich wollte jetzt so einem Move-Repertoire und auch quasi hier jetzt, also spezifisch drauf, wenn wir eine Geschichte haben, eine Story. Ich erinnere mich immer noch an das Bret Hart gegen Diesel-Match. Ja, Bret Hart ist die ganze Zeit auf die Beine von Diesel gegangen und hat alle seine Moves. Oder ich nehme ein anderes Match, was ihr in jüngster Vergangenheit kennt, Fire Pro Wrestling, ja. Marty Jannetty gegen Mr. Perfect, wo Mr. Perfect die ganze Zeit das Bein bearbeitet hat. Ja. Der Superkick, keine effektive Angriff mehr von Marty Jannetty war und dann im Figure 4 Leglock aufgeben musste. Naja. Also. Das hat der Referee einfach entschieden. So, ja. Das war richtig gut vom Referee, ja. Ja, aber ich gebe mal die Frage zu Gordon weiter. Ja, stell die Frage nochmal. Also sozusagen Moves, die helfen, die Geschichte
oder die Erzählung einer Story, eines Matches weiterzutragen. Ja. Es ist dann, also quasi, wie stehst du dazu? Also, da sind wir wieder bei diesem Ganzen. Wir machen einfach, gibt ja manche auch manche Matches. Ich versuche es mal mit einem praktischen Beispiel zu stellen. Es gibt ja manche Matches, wo Leute am Anfang des Matches auf den Arm gehen, aber nie wieder diesen Arm irgendwie angreifen. Ja. Sondern das einfach nur so mit 2, 3 Moves machen und dann, ach nee, jetzt mache ich doch was anderes. Ja, aber mir geht es darum, so das Repertoire dahin auszurichten. Wirklich, wie gesagt, Bret Hart ist da, finde ich, ein gutes Beispiel. Big Man, dem nehme ich sozusagen seine Stehkraft. Ja, natürlich. Und genau das macht ja auch in meinen Augen Sinn und auch das macht ja auch eine Ringpsychologie aus, ne? Und auch eine Match-Story im Ring selber. Auch damit kann man ja schon eine Menge gewinnen. Also ich meine, man muss ja nicht immer eine lange Storyline haben, wenn man einen Worker hat, die ja auch Dinge im Ring erzählen können. Und wir haben ja gesehen, dass Worker durch solche Sachen auch overgehen können, wenn die Matches lang geführt sind und trotz alledem irgendwie sinnvoll. Das haben wir bei Kofi Kingston gesehen in den letzten Jahren, das haben wir bei Seth Rollins gesehen in den letzten Jahren, wenn das ordentlich aufgebaut ist und die nicht mal zwangsläufig unbedingt gewinnen müssen, vielleicht sogar verlieren, aber eben einfach zeigen, was sie alles können und was für Matches sie eigentlich abziehen und dadurch overgehen, dann ist es natürlich unglaublich wichtig zu wissen, was man im Ring macht und warum. Und warum man auch eine Geschichte erzählt. Ich meine, als wir den Saudi-Arabien-Pay-Per-View da gesehen haben mit Roman Reigns gegen Baron Corbin im Käfig, das Match war so dermaßen langweilig, das ging mir nach 5 Minuten schon auf die Nüsse. Und ich glaube, es ging insgesamt kaum 10. Aber das war ein Match, da hätte ich kaum weitere 5 Minuten von ertragen, weil es einfach nur mega langweilig war. Es war nur 0815 runtergespule. Da stimmte gar nichts. Während du andere Matches hast, wo du denkst, wow, schon vorbei? So? Mhm. Und dann, ja, wieso? Das ging zwar 28 Minuten, echt? So, ja, weil man einfach da drinne ist und weil man in der Matchgeschichte so drinne ist und es einfach spannend ist, gut gemacht und eben, wie gesagt, auch einzelne Sachen isoliert. Jetzt mit Drew Gulak ja auch gerade erst kürzlich gegen Daniel Bryan, wo man das ja auch gut gezeigt hat. Und da kann es dann auch mal dazu kommen, dass es zum Beispiel in Anführungsstrichen flaches Finish oder so gibt, weil plötzlich Leute mal eingerollt werden und eben nicht mehr rauskommen und nicht aufgepasst haben. Mhm. Oder wie zum Beispiel Edge gegen Orton von WrestleMania. Nee. Das war ja ein langweiliger Haufen Scheiße. So. Ne? Das war ja definitiv mindestens 15 Minuten zu lang und hatte eben auch keinen Spot am Ende, beziehungsweise du hast da irgendeinen Spot hingesetzt, der einfach total albern war, den das Match nicht gebraucht hätte. Da hast du so Sachen, ein Last-Man-Standing-Match, wo sich die beiden irgendwie vermöbeln, was ja eigentlich auch intensiv sein soll oder sollte, wie auch immer. Aber das wird dann alles irgendwie inkonsequent umgesetzt und ohne die Halle wirkte das dann auch alles nicht. Dann kommentieren die Kommentatoren teilweise gar nicht und du hörst dann immer nur, das ist natürlich dann auch alles irgendwie nur hammerdämlich und dann wird es einfach langweilig. Und da habe ich auch irgendwann nur noch gedacht, oh komm, Alter, man kann das jetzt auch beenden. Und es war definitiv zu lang. So, da sind auch Sachen gewesen, die in meinen Augen auch nicht gut aufgebaut waren. Da hätte man auch mehr machen können. JFK, komme ich doch mal zu meiner nächsten Frage. Das ist auch, was man ganz häufig merkt in Matches, wenn 2 Wrestler nicht miteinander klicken. Das könnte zum einen an persönlichen Sachen liegen, aber auch am Stil. Ich habe letztens ein Shoot-Interview mit Demolition gesehen, wo sie sagten, sie und die Road Warriors, die haben einfach nicht harmoniert miteinander. Das klappt die irgendwie nicht im Ring. Und deswegen ist noch die Frage, Clash of Styles mit den Move-Repertoires, ist das sozusagen, es gibt ja Clash of Styles, die funktionieren und welche, die funktionieren nicht. Und meinst du, das kann man auf das Move-Repertoire reduzieren, dass quasi das Move-Repertoire hinderlich sein kann für einen Matchaufbau? Also wenn du gut bist, dann kannst du dich auf jeden Gegner einstellen. Das kommt aber auch erst über die Jahre. Das kannst du ja auch nicht sofort. Das lernst du zwar von Anfang an im Training, aber bis du das perfektioniert hast, das dauert wirklich viele Jahre, dass du die Aktionen vom Gegner einschätzen kannst und dann überlegst du, was könnte man da für einen Konter machen oder was weiß ich. Oder ist es eigentlich logisch, ist es sinnvoll, dass ich diesen Move gegen diesen Gegner zeige? Ja, also
zeigt man die Moves teilweise nur um des Moves willen und nicht, ob der irgendwie ins Match passt. Das ist eigentlich viel wichtiger. Ne? Natürlich, klar, wir gucken uns alle mal gern Spotfeste an und finden es entweder witzig oder regen uns drüber auf oder es ist dann einfach Popcorn-Wrestling. Aber wenn du wirklich gelernt hast, die Moves entsprechend einzusetzen, dann kannst du mehr aus dem Match rausholen. Also ja, wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, ob man vom Stil her so wandelbar ist eben, ne? Ob man wirklich mit jeden Move zeigen kann oder ob man es entsprechend anpasst. Das ist ganz schwierig. Das ist auch schwer zu beurteilen. Manchmal sieht man ein Match und denkt vorher, oh, ja okay, gegen den wird er den Move nicht durchbringen können. Und dann macht er das einfach. Und dann hast du wieder so Sachen wie Brad gegen Diesel, wo es dann eben erstmal nicht dazu kommt, weil es eben noch gar nicht möglich ist, weil es noch gar nicht logisch ist, weil es noch gar nicht passieren darf. Und das mag ich dann doch langfristig gesehen lieber. Mhm. Conway, wie siehst du das? Sonst Clash of Styles, ist das gesund für ein Match? Ja, typisch Wrestling, wo sich vieles vermischt. Auch hier vermischt sich ein bisschen Thema Movesets oder Moves mit zum Beispiel der Story. Also wenn die Story, wie JFK auch gerade ein bisschen beschrieben hat mit Bret Hart und Diesel, wenn sich die Story dahingehend entwickelt, dass das dann passt, dass du das so gebookt hast, dass das mit den unterschiedlichen Movesets passt, dann ja. Ich hatte schon, bevor du die Frage gestellt hast, eine Überlegung, die kannst du jetzt hau raus, mal, nein, hau deine Überlegung raus, wir sind hier bei Meta. Ich hab sie verloren. Ich habe den Bezug verloren. Ich hatte zum Beispiel die Überlegung, dass es gibt ja Moves, die du in einem Match bringen kannst. Ich weiß nicht, ob das mit deiner Frage so zusammenpasst, aber es hatte ich so im Kopf, wo der Move dazu benutzt wird, um dem Zuschauer vielleicht oder auch dem Gegner das Gefühl zu geben, ich hau den Move jetzt gegen dich raus, weil ich dich nicht mag. Oder. Ne, die Storyline, die zu diesem Match führte, die beiden Charaktere sind inzwischen an einer Stelle, wo der Hass gegeneinander so groß ist, dass das dann auch mal ein gefährlicher Move gegen den Gegner gebracht wird, der vielleicht gar nicht zu dem Worker passt, der ihn ausführt und vielleicht auch gar nicht zu dem Matchverlauf passt, unbedingt, aber passt zu der Situation. Weißt du? Ja. Damit meine ich nicht so was wie ein Low Blow oder so, ne, sondern so, was weiß ich, ein Kevin Owens hat seinen Gegner irgendwie, wie hat er das immer gemacht, auf der Schulter oder so, über den Schultern. Er sitzt auf der Ringecke und springt mit dem Gegner runter und versucht dann vielleicht, ich glaube, es war den Nacken auf die Knie oder so. Oder diesen Side, was auch immer, Slam da vom Top Rope mit dem Gegner irgendwie so. Also etwas, wo du so denkst, so, wo kommt das jetzt her und warum? Aber wenn du so das Gefühl hast, das passt so zur Story, zu dem Gegner, zu dem Hass, bla. Vielleicht auch sogar zu dem Charakter Kevin Owens, wenn der dann vielleicht gerade hier war und einfach mal scheiße drauf war und vielleicht ein Match hatte gegen einen Face und gemerkt hat, Mensch, der Face ist ja doch besser, als ich immer als hier so behauptet habe, ne? Und der könnte mich hier fertig machen, wenn ich nicht aufpasse, dann bringe ich mal einen knallharten Move, der ziemlich gefährlich ist, ja, der irgendwie keinen Sinn macht, aber halt knallhart. Aber ich habe das Gefühl, ich weiche viel zu sehr von der Frage ab, kann das sein? Oder spielt das auch gut rein? Ja, finde ich eine gute Ergänzung. Okay. Das war nicht jetzt ernst. Das ist nicht eine gute Ergänzung zur ganzen Diskussion. Da kann ja Gordon gerne auch einhaken bei der Diskussion oder allgemein zu der Frage, ob ein Clash of Styles, ob das wirklich gesund für ein Match ist. Oh, da, das ist die eine Sache, die ich vorhin noch vergessen habe. Das ist dieses Vermischen, weil das hat nicht direkt was mit dem Moveset zu tun, sondern mit den Charakteren, wenn du zum Beispiel David gegen Goliath, ne? Mhm. Rey Mysterio gegen Big Show.
Das hat aber halt nicht so sehr mit dem Movesets zu tun, sondern eher mit der Statur. Aber das spielt halt auch in die Movesets rein. Weil Rey Mysterio könnte jetzt, glaube ich, nicht irgendwie einen Hurricane Runner gegen Big Show machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder so ein, weißt du, so ein, ist das ein, wie heißt nochmal der Move, wenn ein Highflyer auf einen raufspringt, auf die Schultern und mit ihm dann so einen Flip macht und dann diesen Pin, weißt du? Ja, den hatte Ray ja zwischenzeitlich mal in irgendeinem Wrestling-Spiel als Finisher, ne? Genau. Und das kann er ja gegen Big Show auch nicht machen. Und das ist dann wieder dieses Vermischen, was ich meine, ja, weil da spielt das Moveset auch eine Rolle, aber eben halt auch die Größe des Wrestlers. Aber ich habe. Meinst du Sunset Flip Bomb oder? Sunset Flip Bomb, danke. Die Sunset Flip, genau dieses, ja. So heißt sie. Weiß ich nicht, ob ich das meine, was du meinst, aber. Doch, ich glaube. Ja, ich weiß, was. Also ja, du meinst, wo er ihm auf die Schultern springt und sich dann zu einem Hurricanrana umdreht. Genau, und dann durch die Beine des Gegners durch und der liegt dann plötzlich eingerollt, so, weißt du? Ja. Und er hält ihn so mit den Armen. Er meint den West Coast Hop. Okay, so war das bei Ray. Okay. Ach so, okay. Ja. Genau den. Ja, Gordon, mach gleich weiter. Ja, nee, in Clash of Styles ist in vielen Punkten unglaublich gut. Weil natürlich in dem Moment, Kevin Nash hat das doch mal so schön gesagt, wenn alle Leute, es kamen immer wieder Fans zu ihm an, die gesagt haben, oh, ich will dich unbedingt gegen The Big Show sehen. Und er sagte, warum? Willst du mal 15 Minuten lang schlafen oder was? So. Und dann, was, wieso? Und er so, mit dem Typen kann ich nicht einen meiner Manöver zeigen. Mit dem kann ich kein Snake Eyes zeigen, den kann ich nicht powerbomben, das haben wir schon probiert, das geht in die Hose. Ein Side-Slam ist mit dem auch nicht machbar. So, das Einzige, was wir dann irgendwie haben können, ist, dass ich ihm einen Big Boot verpasse und er verpasst mir einen Big Boot. Die schwächsten Matches hatte Nash mit Leuten, die eher groß und Brawler waren wie er. Sei das nun gegen Sid gewesen in der WCW oder sei das gegen King Mabel oder keine Ahnung, das war immer Mist. So, das sind alles Matches, die einfach Aber so, bei Namen ist das interessant, ne? Wenn dann Riese im Ring steht und plötzlich kommt ein anderer Riese raus. Natürlich, aber beim Rumble ist die Varianz ja auch eine andere. Ne? Ja. Du hast dann auch andere Leute, die da erstmal kann da noch irgendwie ein Kleiner mit reinkommen, dann kannst du da wieder ein Gag-Ding machen oder sonst irgendwie was oder die Kleinen prallen an den Großen erstmal ab, weil alle denken, oh ja, die kriegen sie nicht bewegt. Natürlich ist es in dem Moment interessant, aber es wird je länger das Match geht, umso unspannender wird es doch. Ja, das ist doch einfach boring irgendwann. Und er hat ja recht. Man kann ja dann viele Manöver mit dem anderen überhaupt nicht zeigen. Und deswegen braucht man unbedingt sogar verschiedene Styles, die aufeinander einwirken. Auch was solche Sachen ausmachen. Gerade dadurch, dass ja ein Brad, ein Sean, wie auch immer, mit Nash damals zusammengearbeitet haben, haben sie ihn ja auch zu interessanten Matches einfach gezogen. Es ist ja, der Undertaker und Shawn Michaels funktionierte deswegen so gut, weil der Undertaker dann ja auch viel machen kann und Shawn sich halt dieser heftigen Übermacht entgegengesetzt sieht. Ja, auf alle Fälle. Also ich finde, die besten Matches von Ricochet hatte er mit Cesaro gehabt, weil Cesaro ihn dann quasi die ganze Zeit durch die Gegend auch werfen konnte. Ja. Ne, bei BWP zum Beispiel. Ja, also genau. Fand ich wesentlich unterhaltsamer, so als jetzt irgendwie gegen Will Ospreay. Aber das ist jetzt meine Meinung. Aber Gordon, ich nehme dich gleich dran. Jetzt kommen wir nämlich wieder so ein bisschen zu der Logik eines Matches. Und es gibt ja häufig immer, dass Matches um einen Move aufgebaut werden. Can he lift the Big Show for his Attitude Adjustment? Ja. Bla bla bla. Ja. Wie stehst du dazu? Ich finde es nervig. Wie siehst du das? Das kommt immer drauf an, wie die Story ist. Also wenn es immer nur darum geht, natürlich, dann ist es boring. Ne? Wenn es jetzt irgendwie nur darum geht, ja, keine Ahnung, das ist ja schon in den 80ern aufgetaucht, was weiß ich, bei WrestleMania 1. Big John Studd gegen Andre the Giant. Wer kann den anderen Body Slam? Wer ist der wahre Giant? Bla, 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 bla. So. Und das sind Matches, die sind mir zu boring. Ne, weil es immer nur darum geht, ja, wer kann den anderen ausheben? Und es gibt einen Grund, warum es solche Matches heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt. Weil die einfach total unspannend sind und auch antiklimatisch. Und das sind dann einfach nur dumme Brawls, bis irgendwann irgendeiner irgendwen aushebt und dann sitzen die Leute da, yay, du hast es geschafft, na toll. Was so, hier mit Hogan und Andre, das ist dann was anderes, ne? Weil das war
Darum ging es nicht. Nee, darum ging es nicht. Ja. So wird es heute dargestellt. Ja? Ach so, ja genau. Siehst du. Ja, ja, das ist ja dann wieder in der Retrospektive. Die Geschichte zwischen Hogan und Andre war eine andere. Hogan und Andre waren gute Freunde und Andre hat ihn verraten und ist auf die Seite von Bobby the Brain Heenan geturnt. Ja. Das ist eine klassische Wrestling-Storyline. Und hat ihm das Kreuz von der, die Kette vom Hals gerissen zum Beispiel, ne? Ja, und das T-Shirt kaputt gerissen. Ja. Und Hogan dann so ganz dumm im Piper's Pit dann Yes! Gerufen. Oh Gott, das ist so ein Fremdschämen-Moment. Oh, das ist so wie Ruthless Aggression. Genau so ein Fremdschämen-Moment ist das. Aber in dem Moment halt fand die Crowd es gut und da ist es dann so ein Stück weit mit darum gebaut worden und klar haben die Leute dann gesagt, ja, kann der Hulkster ihn Bodyslam? Und er versucht es ja, glaube ich, sogar zweimal in dem Match und es klappt halt nicht. Das ist dann noch eine andere Nummer, da ist es halt mit in das Match integriert und so weiter und so fort. Und wenn Cena dann irgendwie ein Big Show damals mit der Kette erst halb bewusstlos schlägt, sodass der in die Seile rennt und dann ihm eben auf den Rücken so und er ihn dann stemmen kann, dann sitzen die Leute natürlich da, wow. Aber da geht es ja nicht die ganze Zeit nur darum, kann er jetzt den Big Show hochliften oder nicht? Ne, das wäre halt das. Also wenn das die Prämisse ist, es geht nur darum, dann ja, danke, skip, next. Hm. So, aber wenn man das natürlich damit reinbringt und dann eben mal so ein, keine Ahnung, Monsoon-scher Can he lift him up kommt, ja, dann klar, warum nicht? Natürlich. Sicher, es ist ja auch imposant in dem Moment. Es war auch imposant, als Cena plötzlich hier Viscera auf die Schultern geladen hat. Oder Goldberg den Giant zum Jackhammer hoch. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, oder auch als Cena hier Edge und, wen hat er noch auf den Schultern gehabt? Der hat doch zwei... Umaga? Oh, nee, Big Show. Big Show. Ne? Big Show, Big und, Show Edge. Und Edge, ja. Genau. Ja. Das war ja auch krass, wo die da irgendwie... Ja. Aber da war das Match ja nicht darum aufgebaut. Nee. Aber das erinnert mich immer, wenn irgendwie Cena auf Big Show traf, dann haben die immer getan, als ob damals Cena das nie geschafft hat bei WrestleMania. Ne? Oder war es bei WrestleMania gegen Big Show? Ja, genau. Und das ist ja immer das Problem. Ne? Wenn dann hinterher so getan wird, das war ja mit Andre genauso. Andre ist auch schon vor WrestleMania dreimal gebodyslammt worden. Aber darüber redet dann natürlich keiner. Man baut es dann natürlich so auf, als wenn es for the first time ever war. Und eigentlich geht es doch dann gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ja, das nervt mich wegen des Moves oder sonst irgendwie was, sondern weil die Liga so tut, als wäre es noch nie passiert. Mhm. Ne? Genau das ist doch das, was eigentlich total ätzend ist. Genauso wie man jetzt so tut, als wenn Kevin Owens jetzt sein erstes WrestleMania-Match gewonnen hat. Nein. Das Match gegen Jericho gab es nie. Ja. Conway, du hast dich gerade schon so ein bisschen eingeschaltet. Dann mach doch mal gleich weiter. Ja, eigentlich hat Gordon das auch wieder hier schon, weil gut zusammengefasst, wenn es nur darum geht, kann er. Das reicht nicht. Und das ist auch unverschämt. Weil ich habe dann immer das Gefühl, dass die Booker, die Verantwortlichen, wie auch immer, die ruhen sich darauf aus. Ja, was ist die aktuelle Fehde? Ja, kann er den hochheben? Reicht das? Ja, ich denke schon. Wir haben auch noch andere Leute und andere Matches auf der Karte, die haben mehr Story. Jetzt müssen wir uns für die Story, da reicht das mit dem, kann er ihn hochheben? Das, ich lache gerade, jetzt sagst du, auf der Karte haben wir noch mehr Matches mit anderer Story. Wann denn? Nein, aber... Ja, gerade die WWE, ja. Ja. Wenn man die einzige Schreiberin entlässt, die man eine Langzeit-Story aufbaut, ne? Herzlichen Glückwunsch. Aber ich wette, die hat bestimmt auch an der Story mitgeschrieben mit der Hochzeit mit Lana und Lashley. Ja, das kann sein, aber auch wenn die Story scheiße ist, das war aber auch eine längere Story. Und wir haben ja immer noch lang. Aber wir sind ja nicht beim Thema Story. Ja, das ist richtig. Obwohl das Teil der Frage ist. Ja, ist es auch, aber ich möchte das mal JFK noch hören. Zu einem Match, quasi Moves, die an einem Match festhängen. Ob dich das auch nervt oder ob du das eher toll findest. Matches, die an einem Move festhängen, oder? Ja, andersrum, Entschuldigung. Danke. Ja, das war so ein bisschen das Beispiel, was ich eben schon genannt habe. Ne? Oder noch mal was anderes mit Brad gegen Backlund, Survivor Series 94, wo es ja erst hieß, Chicken Wing gegen Sharpshooter, aber darum ging es ja nicht. Es war ja ein ganz normales Submission-Match eigentlich, beziehungsweise dann mit Sekundanten, die das Handtuch werfen. Aber die Kommentatoren, auch die Deutschen haben das vorher so verkauft, als wäre es wirklich Chicken Wing gegen Sharpshooter.
Hätte ich mir auch angeguckt, aber letztendlich, ja, weil es eben das ist, was worauf sich die beiden auch spezialisiert haben, fand ich von der Ansetzung her eigentlich ganz spannend. Hm. Also habe ich kein Problem mit. Vor allem, wenn es Moves sind, die wirklich sehr over sind. Und wenn du jetzt nicht weißt, welcher ist jetzt wirklich stärker. Es gab, glaube ich, auch mal so ein Finisher-Only-Match zwischen Sid und Vader, wo es nur darum ging, die Powerbomb zu zeigen. Ja, gut, wenn es nur das ist und es jetzt nicht darum geht, ja, reicht es dann auch wirklich, den Gegner regulär zu besiegen? Ja, dann ist das natürlich immer so ein bitterer Beigeschmack. Gut, das ist natürlich auch ein probates Mittel, um jemanden zu schützen. Ne? Also wenn es dann reicht, meinetwegen den und den Move zu zeigen. Hatten Kurt Angle und Chris Benoit auch mal ein Submission-Match, wo es darum ging, Angle Lock gegen Crossface? Ultimate Submission Match, also 30 Minuten, wer die meisten Submissions holt. Ah, okay. Ja. Finde ich auch ein bisschen schwierig, weil du ja bei einer Submission eigentlich komplett platt bist. Das ist ja anders als bei einem Pin. Obwohl, da wurde ja auch verkauft. Also bei vielen Two Out of Three Falls Match wird ja zumindest die erste Fall, wenn bei Submission geht, immer von den Kommentatoren früher versucht zu verkaufen, dass immer gesagt wurde, ja, er hat jetzt schnell aufgegeben, nicht, dass er sich eine Verletzung holt für das weitere Match. Er hat jetzt eben schon mal einen Fall weggegeben, damit er zurückkommen kann, sozusagen. So kann man das verkaufen, das ist gut. Ja. Ne? JFK. Ja. Wo ich dich jetzt gerade mal dran habe. Wie siehst du eigentlich in der Langzeitentwicklung den Move-Wechsel, wenn es einen Charakterwechsel gibt? Also von Heel auf Face. Oder von Face auf Heel. Dass JFK, da quasi das Repertoire gewechselt wird. Wie stehst du dazu? Ja, JFK, du hast letztens, ich weiß nicht, ob wir auf Air waren, das mit Austin. Wie geil du das fandest, ne? Das ja, war wieder der. Das ist so wie der Gitarrenkasten von Espen. Ja. Nee, ich bin gegen meine Mikroanlage hier mit dem Ellenbogen gestoßen. Ich wollte dem ein Bionic Elbow verpassen, aber das passt, klappte nicht so ganz. Ich dachte, das ist der Corona-Gruß, den du gemacht hast. Nein, was? Corona-Gruß? Ja, die machen doch alle jetzt mit dem Ellbogen so. Ach so, ja, ja. Ich hab meinen Mikrofonständer mit dem Ellenbogen, ja, okay. Ja gut, das passt nicht so ganz in die Move-Diskussion, was Conway jetzt gerade anspricht. Nee, wieso? Die Frage war doch, wenn ein Charakter sich verändert und sein Move... Ja. Und bei Austin? Das ist schon richtig. Das werden wir in geraumer Zeit beziehungsweise die live dabei waren, die haben das schon gesehen. Ja, richtig, genau. Bei Random Review Reel 13. Ich sag mal, Techniker Austin, der bewegt sich natürlich ganz anders als ein Brawler Austin. Und ich finde das faszinierend es beeindruckt mich schon, dass jemand so komplett umstellen kann. Ja. Wenn du zum Beispiel so in der Abtastphase, so in der Stalling-Phase, wenn du noch so umeinander rumschleichst oder so, und dann gibt es ja manchmal so diesen Zwischenstep, ne? So, also dass du wirklich da einmal, wenn du im Kreis gehst und dann kommst du an der Ringecke vorbei und dann drehst du dich einmal so ein bisschen. Ne? So ein bisschen schwungvoll. Das passt zu einem Techniker, der wirklich versucht, die Situation einzuschätzen, sich auf den nächsten Move vorzubereiten und so weiter. Vielleicht auch eine kleine Verlegenheitsgeste, wenn er nicht genau weiß, was er eigentlich machen will. Kann auch sein. Aber das hatte der Brawler Austin, also Stone Cold Steve Austin, hatte das meines Wissens nach nicht. Der kam in den Ring und hat da seine großen Schritte gemacht, hatte so diesen mir ist alles scheißegal Blick drauf. So, und das war's dann. Der ist dann auf den Gegner los und fertig. Er hatte nicht mehr diese Techniker-Attitüde. Und das komplett auszublenden, das ist schon stark. Also, wenn du anfängst mit dem Training und du versuchst, dir Ringübersicht zu verschaffen oder so, dann gibt's ja auch so ein paar Tricks, wie du dich bewegst dich ein bisschen schneller oder manchmal fragt man sich, warum gehen die Leute einfach so ins Seil, um die Räumlichkeiten abzuschätzen oder wie auch immer man das nennen will. Und das behältst du bei, unbewusst. Und gerade wenn du ein Techniker bist, dann passt das natürlich ganz gut. Du willst immer in Bewegung bleiben. Publikum empfindet das eben als dynamisch. Ne?
So, und wenn du jetzt aber ein Heel bist, ein Brawler. He's a Heel. Ja. Dann musst du das ja ausschalten komplett. Weil es einfach nicht wirkt, weil es nicht zum Charakter passt. Und das finde ich so krass. Hm. Dass das viele eben einfach können. Ja, auf alle Fälle. Dieser Wechsel, den finde ich auch teilweise krass. Es gibt dann ja zum Beispiel Leute wie Randy Orton, die einfach Orten, die einfach nur langsam dann agieren. Randy Herbst, wer kennt ihn? Ja, genau. Randy Orton. Der Bruder von Christoph Maria. Oh. Ja, hören wir damit auf. Gordon, wie siehst du das? Ist das auch etwas, was irgendwie mit der Zeit vielleicht ein bisschen mehr verloren geht? Also dieser komplette Move-Wechsel bei Charakterwechsel? Manchmal ist es ja so ein Stück weit aufgesetzt, finde ich. Also was mich immer ankotzt, ist, wenn Faces, die vorher komplett overpowered waren, zu Heels turnen und auf einmal können die gar nichts mehr. Ne? Also da, und dann ist vielleicht auch ihr Move-Repertoire wirklich nur noch auf drei Manöver oder sowas beschränkt. Das haben wir bei Braun Strowman in den letzten Jahren immer toll gesehen. Immer dann, wenn er Heel geworkt hat, dann konnte der auf einmal nichts mehr. Also dann war der nur noch, hey, ich renne alle um. Und das war's. Ich meine, den Scheiß macht er jetzt auch mit seinem dummen Choo-Choo-Train, aber wenigstens hat er noch so ein paar andere Manöver eben, die dann eben auch Power irgendwie zeigen mit dem Chokeslam oder eben dem Running Power Slam und. Mir geht's immer dann auf den Sack, wenn die Leute dann irgendwie auf einmal so komplett in eine andere Richtung gehen. Dass sie natürlich vielleicht in eine gewisse Position so einen schicken Shit-Heel oder sonst irgendwie was machen, der irgendwie die Hosen voll hat und nichts riskieren will und sowas, das ist ja alles schön und gut. Aber die Sache ist halt die, wenn du Charaktere hast, die vorher eigentlich ziemlich OP waren und dann auf einmal taugt von denen gar nichts mehr, dann ist das lächerlich, ja, weil das einfach Quatsch ist. So, das macht für mich dann wenig Sinn. Dass man natürlich Sachen umstellt, weil zum Beispiel auch aufgrund des Alters oder wie auch immer, das finde ich vollkommen legitim. Also das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass man vielleicht auch irgendwann, was weiß ich, ein Triple H, der irgendwann, als er mehr Masse zugelegt hat, natürlich auch mehr Power-Manöver gezeigt hat, wie ein Spinebuster oder so, den er natürlich als Hunter Hearst Helmsley so nicht gezeigt hat, dafür aber dann mal ein High-Cross-Body, den du ja jetzt überhaupt nicht mehr von ihm gesehen hattest. Ich erinnere auch an Scott Steiner oder Buff Bagwell, ne? Die natürlich auch durch ihre Masse Beweglichkeit verloren haben. Naja, natürlich. Und das ist ja auch vollkommen klar. Also ich meine, ein Scotty Steiner, der dann vielleicht einmal im Jahr dann den Frankensteiner auspackt, wo es dann nochmal eine besondere Nummer ist oder sowas. Aber ja, klar, als er natürlich damals noch, was weiß ich, NJPW gewrestelt hat mit seinem Bruder oder so, das ist schon eine ganz andere Nummer, ne? Gut, es gibt natürlich auch den Zwang, aufgrund von Verletzungen seinen Stil ändern zu müssen, ne? Ja, absolut. Und das war natürlich bei Austin ja auch nicht anders. Ja, ne? Wegen der kaputten Knie, dann später noch wegen des kaputten Nackens. Und ja, natürlich muss man das dann runtersetzen. So. Und da zeigt sich dann natürlich auch die Intelligenz und auch das Können eines jeweiligen Workers. Auf alle Fälle. Conway. Ja. Du darfst jetzt gerne dich noch... Ja, ihr, also sowohl Gordon als auch du habt schöne Beispiele genannt, sei es mit Triple H und es war da mit Scott Steiner. Auch das Argument von Gordon, das hatte ich nämlich auch die ganze Zeit im Kopf, was das Alter betrifft, siehe vielleicht ein Chris Jericho oder so zum Beispiel. Heute und damals vielleicht noch bei WCW oder so. Aber wenn ich jetzt noch ein Beispiel einbringen wollen würde, weil ich habe auch echt lange überlegt, so Worker, wo das wirklich, die wirklich was verändert haben, unabhängig vom zum Beispiel Alter, oder von Verletzung oder weil es gerade dem Match entsprechend gepasst hat, mal so zu worken, ist zum Beispiel hier Mick Foley mit seinen drei Charakteren. Ne? Ein Cactus Jack hat anders gewrestelt, vielleicht als ein Dude Love. Allerdings war bei ihm zumindest der Vorteil, was ich aber auch gut fand, dass du immer irgendwo gemerkt hast, von allem ist irgendwo am Ende bei jedem Charakter was drin, bei jedem Gimmick. Ne? Und ich habe eine Frage an Gordon, weil der kennt sich da aus, ist ja auch einer seiner, was heißt Faves, aber und ich habe das nicht so mitbekommen. Sag mal, Gordon, der Heel-Doink, hat der auffallend anders gewirkt als der Face-Doink? Ja. Ja, siehst? Hundertprozentig. Beim Face-Doink so, ja, der ist witzig, der ist albern und dann kommen da Sachen, wo du denkst, was soll der Quatsch, ne? Wenn du weißt, wobei man da natürlich fairerweise sagen muss, Matt Bourne, als er Face geturnt ist, hat dann ja nicht mehr lange gewrestelt als Face.
Unter anderem wegen seiner Drogenprobleme. Er hat dann ja auch schon einige Single-Shows nicht mehr wahrnehmen können. Deswegen ist ja, glaube ich, auch für 2 oder 3 Superstars-Ausgaben ist dann ja Steve Lombardi unter der Maske, also der Brooklyn Brawler. Weil er es einfach nicht mehr gepackt hat. Und dann irgendwann hat ja Apollo übernommen. Und Rey Apollo ist natürlich nun mal wieder ein ganz anderer Charakter und der war auch nicht ansatzweise so lange im Business wie Matt Bourne. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Du hast ja über die Jahre hinweg einfach Erfahrungen gesammelt, wenn du regelmäßig on Tour bist. Ja, ja. Und dadurch war es natürlich schon ein komplett anderer Stil. Also das ist nicht so ein guter Vergleich, ja, weil es nicht ein und dieselbe Person war. Mhm. Ja. Aber es ist, das stimmt schon. Also was ich finde, ist mal, dass ganz viel Move bei Heels und Faces, das, wie du gerade auch sagtest, Gordon, auch heutzutage noch, das Repertoire auf einmal ganz umgeändert wird. Klar, der Heel muss das Match meistens länger tragen, muss auch mehr Moves reinbringen dann, als jetzt der Face, der dann quasi nur mehr oder weniger Comeback-Moves hat und vielleicht am Anfang ein bisschen dominiert und zum Ende wiederkommt. Mhm. Aber jetzt hatten wir, wenn ihr euch erinnert, an die Ausgabe mit den Finishern, hatte ich euch gefragt, ob es irgendwelche Finisher gibt, die ihr findet, die sehen dumm aus. Weil die gefallen euch nicht. Jetzt möchte ich das mal erweitern. Und da gebe ich das mal in die Runde, da kann der Erste, dem was einfällt, was zu sagen. Gibt es irgendeinen Move, den ihr absolut dämlich findet? Also der euch nie was gegeben hat? Jetzt nur bei Finishern oder generell? Nein, allgemein. Wir hatten vorher das über Finisher gehabt. Und jetzt möchte ich das mal allgemein, ob ihr irgendwie... Ja, Ken und ich, wir haben ja nun schon seit einigen Wochen auch immer bei unseren Livestreams gesagt, stupid move, ja. Weil fast jeder Superstar hat heutzutage einen Move, der dumm ist. Ja. Also ich hasse zum Beispiel diesen Jumping Sidekick vom zweiten Seil von Becky Lynch in die Ecke. Der sieht immer scheiße aus. Der sieht aus, als wenn sie irgendwo auf irgendeinem Kinderspielplatz irgendwie vom Klettergerüst runterspringt. Der hat null Impact, der sieht einfach hammerdumm aus. Und ich hoffe einfach nur, dass sie den aus ihrem Repertoire streicht. Vergiss nicht Kens Hass für Ricochets, ich lauf dir die Brust hoch. Ja, das ist auch so einer, weil der einfach überhaupt keinen, der hat keinen wirklichen Belang, außer zu zeigen, ja geil, ich kann einen Flip springen. Mhm. Ne? Baron Corbins aus dem Ringslider. Das ist so ein Drecksmove. Mein Gott, ist der beschissen. Habt ihr auch irgendwie in der, nicht in der jüngeren, sondern älteren Vergangenheit, also war wie jetzt, weil das jetzt gerade sehr präsent ist, aber habt ihr irgendwie was, wo ihr sagt, oh mein Gott, was ist das denn? Ja, mit Sicherheit. Müsste ich kurz mal überlegen, vielleicht weiß ja noch jemand anderes gerade irgendwas. Genau, vielleicht fallen mir garantiert welche ein. Ja, oder ja. Conway, du warst auch gerade schon. Santinos Schlangenbiss oder so. Ja, okay, das ist der Finisher. Ich meine, ich fand es ja immer ganz witzig, wie er das so gemacht hat, aber das Prinzip ist natürlich einfach doof. Deswegen. Weil da fand ich sogar den Daumen von Umaga weniger schlimm als diesen Schlangen. Ja, ja, hau raus. Es macht ja auch immer einen Unterschied, ob man einen Move schön reden kann oder nicht. Wenn der einfach nur so unkommentiert da steht, oh ja, das war jetzt ein Finisher, toll, zeigt aber nicht so wirklich Impact, dann kaufe ich den Move nicht ab. Wenn mir jetzt aber gesagt wird, der Daumen von Umaga, der trifft irgendwie seitlich am Kehlkopf oder der trifft irgendeinen Nerv, der... Ja. Die haben doch immer behauptet, der trifft die Halsschlagader. Ja, oder so, dass du dann für einen Moment benommen bist oder... Ja, was weiß ich, dann wirkt das doch ganz anders. Oder meinetwegen der Hard Punch von Crush. Ja. So, wo du dann denkst, ja, okay, das ist jetzt ein Faustschlag auf die Brust. Ja, tut weh, aber ist das jetzt wirklich ein Finisher? Wenn du jetzt aber sagst, ja, der trifft da eine bestimmte Stelle, das ist medizinisch bewiesen, dass man davon sogar K.O. gehen kann, weil da bestimmte Muskel- oder Nervenstränge im Körper betäubt sind. Keine Ahnung. Kannst ja viel... Ja, genau. Kommentar dazu damals war, kann Herzrhythmusstörung verursachen. Ja, auch gut, meinetwegen. Ja, das geht ja darum, dass du so lange benommen bist, dass du gepinnt werden kannst. Ne? Und wenn man das so verkauft... Ja, warum nicht? Ne? Oder auch als Fan, wenn man
ja, wenn man vom Marksein nicht Abschied nehmen möchte, dann versucht man natürlich auch, sich die Moves schön zu reden. Ja. Dass da eben viel Psychologie dahinter steht. Und auch wenn ein Move sogar nicht voll sitzt, dass der Gegner dann aber trotzdem so weit irritiert ist oder Angst hat, dass da vielleicht doch noch irgendwie was kommt oder weiß ich nicht, dass er dann auch erstmal benommen ist. Aber ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon mal. War das die Meta über Finisher? Ja, das war auch die Meta über Finisher. Aber ja, mach weiter. Wenn man dann zum Beispiel, ich glaube, da habe ich People's Elbow und den Worm ja, und genau, so angeführt. Ja, da ist es schwierig, das schön zu reden, weil es um die Show davor geht, um die ganze Durchführung. Ja. Der Impact selbst ist jetzt nicht so verheerend, dass du den nicht vorher im Match theoretisch schon 20 Mal abbekommen hättest. Ich bin kein Freund vom Big Ending. Ich verstehe mal. Du bist Finishern. Also ja, ich weiß es. Aber versuch mal mehr in die allgemeinen Moves zu denken, das wäre zumindest nett. Ich meine, das hattest du bei Finishern auch schon gesagt. Sorry, dass der jetzt ich so ein bisschen ne, weiterreichend. Ja. Was ich blöd fand, da haben Gordon und ich letztens auch drüber geredet, ist zwar auch ein Finisher, aber der Finisher von Steve Mongo McMichael, der sah auch immer scheiße aus. Ja, das war so ein Tackle gegen das Knie vom Gegner. Das sah nee, das ist nicht sein Finisher gewesen. Oder, nee, das war sein Move, stimmt. Sein Finisher war ja der Tombstone. Ich vergaß. Ja, umso besser. Genau. Wir wollten ja. Ja, genau, da passt das sogar. Also Five Knuckle Shuffle zum Beispiel. Der sah auch immer scheiße aus. Also der Tackle von Steve McMichael, aber beim Steve McMichael sah fast alles scheiße aus. Selbst seine, seine Clotheslines sahen kacke aus. Das ist einfach so. Und ja, der Tackle, der war zum Beispiel nie gut. Welchen Finisher ich zum Beispiel auch in der WCW überhaupt irgendwie nicht mochte, war der Tangen Death Grip. Ja, danke. Ich dachte mal als Kind, ja, und jetzt? Was macht er denn? Der greift den, ne? Ich meine, klar, der soll irgendwo da in die Kieferhöhle greifen und da gibt es auch Nervenzentren, die wehtun, das weiß ich alles. Aber so wie er den immer angesetzt hat und dann auch so schnell und irgendwie so komisch, das wirkte immer irgendwie shitty. So, das war einfach so dumm. Und es gab ein Match zwischen, und das war so gut, zwischen Meng und Scott Steiner. Und das muss, ich weiß nicht, 99 oder so gewesen sein. Also Scott Steiner hat gerade seinen Solo-Push bekommen. Und die beiden brawlen sich halt und das Match ist nicht sonderlich ansehnlich. Und irgendwann setzt Meng plötzlich diesen Tank in Discrim an und du hörst so Steiner, ah! Und Steiner macht, ah! Und in dem Moment macht er den Gesichtskratzer bei Meng und Meng muss loslassen. Ich konnte nicht mehr. Ich hab mich so totgelassen. Das war die geilste Szene. Ah! Gesichtskratzer und Meng lässt los. Einfach nur hammergut. Das war einfach, hab ich auch nur gedacht, ja, dieser Scheiß-Move, der war einfach kacke. Ja, und es gab halt auch so ein paar, zum Beispiel, was mir, also, zum Heat, um Heat zu ziehen, fand ich den Abdominal Stretch mit ins Seil greifen eigentlich immer so ganz okay. Aber so als Move fand ich den echt lame, muss ich sagen. Ja, der funktioniert auch nicht. Ich habe den jetzt auf so viele erdenkliche Arten bei mir ansetzen lassen. Der tut nicht weh. Er tut einfach nicht weh. Ich weiß nicht, welche Muskelgruppe der kontraktiert. Der funktioniert nicht. Ich habe etliche Haltegriffe ausprobiert. Figure for Leglock, Sharpshooter, keine Ahnung, Boston Crab. Sogar die Mandible Claw, die tun alle weh. Ja, die haben alle irgendwo einen Punkt. Wenn du da irgendwie drückst, härter drückst oder sonst irgendwie was. Der scheiß Abdominal Stretch funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, schon mal in einer anderen Ausgabe gesagt, was für Bauchmuskeln du dafür haben musst, damit der weh tut. Keine Ahnung. Ich verstehe den Move einfach nicht. Der tut nicht weh, der ist dumm. Frag doch mal IRS, ob er den bei dir zeigt. Das klappt bestimmt. Ja, okay. Mach ich beim nächsten Seil greift, ja. Dann sag ich, siehst du, tut nicht weh. Greif mal ein Seil, ob es dann mehr weh tut. Ja. Und dann krepierst du fast vor Schmerzen. Ah! Weil nämlich in Wirklichkeit das Seil immer so ein Kuhzaun war, der unter Strom steht. Sehr gut. Ja, guck mal, dann haben wir das Ganze hier noch fröhlich beendet mit Moves, die wir nicht mögen. Jetzt möchte ich noch einen letzten hypothetischen Punkt anbringen, der bei Matches manchmal ein bisschen, finde ich, dämlich ist. Für uns langjährige Zuschauer ist es dann vielleicht so ein bisschen, oh ja, okay. Es gibt ja im Match immer diese Phasen,
oh, er zeigt jetzt seinen Signature-Move und pinnt. Und wir alle wissen, dass das nicht bis drei reicht. So, ne? Nee, er zeigt seinen Signature-Move. Ach so, Entschuldigung, seinen Signature-Move. Ja. Und das, wir wissen alle, dass das nicht bis drei reicht, aber es wird trotzdem gepinnt. Und jetzt mal rein hypothetisch. Wie fändet ihr eine Wrestling-Welt, in der jeder Move das Match beenden kann? Ist das gut oder schlecht? Also Indie. Ja, also Indie, genau. Okay. Aber jetzt mal auf großer Bühne. Also, keine Ahnung, Hogan kann auch nach dem Bodyslam jetzt pinnen und dann reicht's. Ja, oder die 80er, ne? Oder so. Wo halt, ja, manchmal finde ich es. Oder Survivor Series. Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Also gerade auch in den 80er Survivor Series war das nicht selten so, dass auch mal eine ganz normale Clothesline zu einem Pin geführt hat. Warum auch nicht? Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Natürlich kann das, gerade in langen Matches, kann das natürlich einfach flat wirken. Ne? Und dann sitzt das Publikum da und sagt sich, das weiß ich nicht, das ging jetzt irgendwie gerade nicht. Haben wir am Schluss auch bei Ronda Rousey gemerkt, ne? Wo dann Becky sie auf einmal eingerollt hat und das Publikum dann so, ja, das hat gereicht. Und dann alle so, cool, Becky hat's geschafft. Das Publikum hat sich eher gefreut für Becky, aber nicht so sehr über das Finish. Mhm. Ne? Und ich finde das schon in Ordnung, dass das so ist. Ist natürlich schon so eine Sache, wenn jetzt ein Snap mehr zum Pin führt. So, aber ja, theoretisch, warum nicht? Natürlich, warum sollte das nicht so sein? Ich fände es nur einfach schöner, Finisher. Also diese finnischen Manöver, die wurden ja auch damals einfach glorifiziert, die wurden ja auch zelebriert. Ne? Du hattest damals ja auch so, Conway hatte da sein Klebealbum so und ich hatte auch so ein Superstar-Album einfach, wo halt jeder da war. Und da wurde bei jedem auch immer der Finisher angepriesen, so, weil die Dinger einfach protected waren. Und da wurde auch regelmäßig erklärt, ja, die haben diese eine Manöver halt perfektioniert. Und wenn Hulk Hogan den Leg Drop perfektioniert hat, hast du das hingenommen. Wie JFK ja gerade eben auch richtig sagte, wenn man das ordentlich verkaufen kann, warum das so ist, weil, was weiß ich, keine Ahnung, Hogan genau den Winkel kennt, wo er dich so hart trifft, dass du für 3 Sekunden bewusstlos bist, dann ist es eben so. Das ist auch in Ordnung. So wie es bei einem Bam Bam dann eben der Diving Headbutt war. Und bei einem Backlit eben der Chicken Wing Crossface, den er halt perfekt ansetzen konnte. Oder eben Perfect mit dem Perfect Plex. Das finde ich halt wichtig, dass diese finnischen Manöver dann eben auch so protected bleiben. Einfach, weil das ja auch eine besondere Auslegung hat. So. Das ist ja im normalen Kampfsport gar nicht so anders, wenn es Leute, was weiß ich, im Boxen oder so gibt und du weißt ganz genau, ein Boxer gewinnt regelmäßig mit dem Uppercut, dann ist der Uppercut auch gefürchtet. Und das finde ich einfach beim Wrestling irgendwie wichtig. Also, dass gerade diese Finisher halt auch nochmal eine besondere Extrakraft haben. Aber ansonsten, ob auch mal andere Manöver zum Ende führen können, ja klar, warum denn nicht? Das finde ich halt, also, das finde ich halt auch wichtig, dass man sich da nochmal drüber Gedanken macht. Conway, wie siehst du das? So rein hypothetisch. So ein bisschen wie beim Boxen. Also, wenn ein Match länger geht, ein Kampf, dass du irgendwann nicht irgendwie diesen super krassen, extremen Punch brauchst, sondern dass dein Gegner irgendwann durch einen der Schläge dann umfällt und liegen bleibt, weil er nicht mehr kann. Das ist durchaus möglich, klar. Aber so wie gerade die großen Ligen, also eben nicht der Independent-Bereich, das bookt damals wie heute, also nicht, dass sie heute so booken wie damals, aber damals hat es funktioniert, heute hat es funktioniert, ist es meistens tatsächlich auf Finisher ausgerichtet, ne? Als endgültiger Siegesgrund, ja. Aber es muss nicht sein, nö. Es gibt ja auch Match-Arten, die so funktionieren, dass du keinen Finisher unbedingt brauchst, wie Last Man Standing. Wenn du da auch alles benutzen kannst und dann benutzen sie am Ende das Kommentatorenpult und bleiben liegen, ist ja auch kein Finisher. Also. Aber natürlich wirken wiederum gerade zum Beispiel in Last Man Standing Matches oder Iron Man, was auch immer, wirken bestimmte Aktionen wie halt durch den Kommentatorenpult fast wie ein Finisher von der Art her, ne? vom Impact her, von der Endgültigkeit her, von daher, aber das beweist eben auch, dass es nicht immer ein Finisher sein muss. Ja. So. JFK? Ja, bin ich auch schon so ein bisschen drauf eingegangen. Zum Beispiel auch das Sharpshooter-Duell zwischen Brett und Owen bei WrestleMania 10. Dass du eben nicht nur weißt, wie du ihn ansetzt, sondern dass du auch weißt, wie du dich draus befreist. Wenn du selbst diesen Move perfektioniert hast, ist auch immer eine schöne Sache. Bei Brett und Owen hat es eben in 98% der Fälle gereicht für einen Sieg.
und dann siehst du andere Leute einen Sharpshooter ansetzen, aber nicht den Sharpshooter, auch mitten im Match und jetzt irgendwie gar nicht großartig, dass der Gegner ausreichend geschwächt war, sondern nur um ihn zu schwächen. Und dann funktioniert es eben nicht. Und dann kann man sich das auch wunderbar erklären. Ja, die haben den eben nicht so perfektioniert. Mhm. Und dann reicht das für mich als Erklärung. Ne? Dann muss der Gegner gar nicht so versiert mit dem Move sein, um da rauszukommen, sondern das liegt eben am Aktiven. Ne? Also, ja. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer, sich das schön zu reden. Wie gesagt, ich hab das von der Pike auf so gemacht. Immer wenn ich darauf angesprochen wurde, ja, hä, wieso hat ihm das jetzt so wehgetan? Dann habe ich das immer versucht, so zu erklären. Oder auch zum Beispiel, wir lieben ihn ja alle, den 10 Minuten Nerf Hold bei Yokozuna gegen Lex Luger, WrestleMania 10. ist nicht sonderlich spannend, aber für mich schon irgendwo glaubwürdig. Also er hat da ja wirklich mit beiden Händen volle Kanne in diesen Lex Luger Cobra-Nacken reingegriffen. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, der erwischt da jetzt bestimmt irgendeinen Nerv, was ihn dann irgendwie betäubt. Deswegen, der tut auch weh. Das ist zum Beispiel auch einer, wenn du die Nervenpartie kennst. Aber nicht der Abdominal Stretch! Deshalb hat Yokozuna den auch nicht gezeigt. Diesen Move hatte ich vorhin im Kopf bei dem Thema, welchen Move findet ihr doof? Aber die Hauptfrage oder Hauptaussage in der Frage war ja unglaubwürdig und deswegen doof. Und deswegen habe ich den Move nicht erwähnt, weil ich finde ihn zwar langweilig, aber nicht unbedingt unglaubwürdig. Mhm. Weil ich mir so richtig vorstellen kann, ich habe ja manchmal so Verspannungen Schulter, Nacken. Und wenn da so ein kräftiger Typ da so reinpackt, auch noch beide Seiten so, das halte ich schon für glaubwürdig. Auch wenn ich ihn doof finde, aber trotzdem nicht unglaublich. Deswegen habe ich ihn nicht erwähnt. Ja. Wollte ich nur mal kurz. Ja, alles gut. Alles gut. Apropos alles gut. Ich würde sagen, wir haben doch hier wunderschön das Thema Moves gehabt. Besonders habe ich mich gefreut, als wir gerade auf diese, welchen Move wir dämlich finden, nochmal zurückgekommen sind. Ich glaube, da fallen uns auch noch viel mehr, vielleicht einmal drüber nachdenken. Schreibt doch in die Kommentare, welche Moves ihr dämlich fandet, unabhängig von Finishing Moves. Ich bedanke mich aber bei allen, die heute dabei waren, bei euch dreien, und freue mich, dass wir uns dann Anfang Juni hören zur Meta Nummer 18, die dann folgt. Das ist ein sehr controversial Thema, habe ich hier schon auf meiner Liste stehen. Kann sehr interessant sein. Vielleicht gibt es dann Downvotes. Müssen wir mal gucken. Ich tease hier schon mal ein bisschen. In dem Sinne, bis Ausgabe 41 habe ich auch schon vorgeplant. Wir hören uns dann. Macht's gut. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mal wieder dabei war. Ich glaube, die letzten beiden habe ich verpasst. Aber das macht nichts. Ich höre auch so gern zu, wenn ihr pseudophilosophiert. Nein, Spaß. Wenn ihr einfach nur so eure Gedanken austauscht. Ich wollte noch zwei Wrestler erwähnen bezüglich, wenn Gimmick Change auch Moveset ändern, sind mir noch eingefallen. Das eine, weil es ja jetzt kein so großer Wrestler war. Ich meine, Johnny Curtis hat nicht so gewrestelt wie Fandango, ja. Ich sag nur Isco, ja, Deutschland-Tour. Der hat sich aus allen Moves rausgetanzt, Klassiker bei uns. Mhm. Und natürlich ist mir auch noch eingefallen, aber vielleicht habe ich das nur so empfunden. Der British Bulldog. Damals noch hier auch, wo er den IC-Belt von Brett da in England sich geholt hat und so. Und dann der Vergleich mit dem British Bulldog 99 mit Jeanshose und Springerstiefeln. Das war nichts mehr, ne? Das war Murks. Also da fand ich ihn nicht mehr so toll. Aber die beiden sind mir noch eingefallen, ja. Ihr könnt ja auch noch, also es hat ja schon gesagt, ihr könnt ja runterschreiben, welche Moves, abgesehen von Finishern, ihr doof fandet, aber ihr könnt ja auch mal schreiben, so welche Worker euch noch einfallen. Das würde mich mal interessieren, die einen Gimmick-Change hatten und dann anders geworkt haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Undertaker fällt mir gerade noch ein. Den hatte ich auch eine Weile überlegt, aber ich fand ihn jetzt gar nicht. Naja, zum Biker hin, vom Deadman. Ja, stimmt, macht ja logisch eigentlich, ja. Obwohl er da auch einige Moves, so, ich meine, den Seiltanz hat er auch, glaube ich, noch als Biker manchmal. Ja, weil der auch einen anderen Finisher sich dann sogar geholt, ne? Das stimmt, ja. Last Ride gehabt. Ja, klar. Sorry, ja. Da musst du jetzt nochmal einhaken, ist mir jetzt gerade im Kopf entgegengefallen. Bums. Bis demnächst. Ja, ich mache mir ja immer Notizen während einer Meta, deswegen was machst alles. Du dir? Notizen, Grüße. So. Ja, alles wird nicht abgedeckt in den Fragen, deshalb erwähne ich immer noch mal so ein bisschen was zum Schluss.
sei ich die Kritik, danke. Nö, wieso? Das ist ja mein Problem, wenn ich das nicht einbauen kann oder beziehungsweise nicht das entsprechende Feld dafür finde. Ich wollte noch mal kurz was zur Move-Intensität sagen. Wenn du einen Standard-Move hast, der einigermaßen schick aussieht und ja auch oft zum Erfolg führt, muss jetzt nicht unbedingt ein Finisher sein, aber kann ja auch sein, dass der Gegner dann gut geschwächt ist, dann kannst du ja anfangen, mit diesem Move zu spielen. Dann kannst du ja wirklich damit anfangen, zu sagen, der war jetzt besser als der vom letzten Mal oder der sah jetzt schwächer aus. Ne? Du kannst ja dann mit der Move-Intensität spielen. Das macht die WWE ja gerne, wenn sie so angedeutete Zeitlupen zeigt. Ja, der war jetzt, das war jetzt mit einer der heftigsten. So. Darf ich ganz kurz intervenieren? Ja. Erinnerst du dich noch an den Brainbuster vom zweiten Ringseil von Austin Aries gegen Jeff Hardy bei Impact, wo wir alle dachten, Jeff Hardy ist jetzt tot? Ja. Das war nämlich richtig intensiv. Also, ja. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Das ist so ein Move, der mir immer im Kopf bleibt, weil das echt übel war. Ja, zum Beispiel. Also, natürlich sollten die meisten Moves auch so hübsch aussehen. Aber dann kannst du eben noch Intensität draufpacken, damit das auch noch mal extra fürs Publikum so unterstrichen wird. Also finde ich auch immer noch mal ganz wichtig. Dann, dann gibt's natürlich auch so Moves, wo du sagen kannst, ja, kann er gegen den nicht zeigen, ist völlig unmöglich, wie soll er das hinkriegen? Aber dann kann man das mit dem Match auch in die Richtung lenken, dass es dann doch klappt. Zum Beispiel jetzt der Muscle Buster, wo du jetzt am Anfang sagen kannst, ja, gegen den wird das schwierig, den kann er nicht hochheben oder so, aber es ist ja vom Seil aus, also beziehungsweise er stellt sich dann ja drunter und dann ist es ja erstmal so gesehen einfacher. Natürlich solltest du, wenn du es gut verkaufst, dass der Gegner ein bisschen mehr wiegt, solltest du danach natürlich auch erstmal zusammensacken, ist ja klar. Aber dann ist es wenigstens okay, wenn man den Move zeigt. Oder natürlich auch ein Razor's Edge gegen ein Vieh. Kannst du auch sehr gut vom Seil zeigen dann, also wenn du ihn aus der Ringecke rausholst. Ne? Der sieht dann zwar auch nicht so souverän aus und dann knirscht ein Scott Hall dann auch erstmal mit den Zähnen und ist danach auch erstmal platt, aber es ist möglich. Finde ich in Ordnung. Ja gut. Jetzt muss ich wieder einladen, oder bei WrestleMania 10. Bei WrestleMania 10, wo Razor dann den Razor's Edge gegen Shawn Michaels nach draußen auf den Concrete genau. Zeigen möchte. Ja, weil er dachte, ach, das ist so ein Prick, den bringe ich jetzt einfach um. So. Natürlich. Oder der Last Ride von WrestleMania 17, den muss man natürlich auch immer erwähnen. Gegen Triple H. Was? Ja, das Match hat nicht stattgefunden. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Aber trotzdem waren es drei Matches von den beiden bei WrestleMania, auch wenn das nicht erwähnt wird. Okay. Dann ist auch immer die Frage, auch wenn es für den Zuschauer gut aussieht, wie wohl fühlt sich der Wrestler mit dem Move? Das wird ziemlich unterschätzt. Ich habe das auch ein paar Mal mitbekommen, so hinter den Kulissen. Gerade wenn ich irgendwie einen Move gelobt habe oder so, dann habe ich gesagt, ja, sieht super aus, zeig den ruhig öfter. Und dann kam aber immer so, ja, aber ich weiß nicht, fühlt sich nicht gut an. So, also aus der Sicht des Aktiven. Ne? Und dann verschwindet er aus dem Repertoire. Denke ich, schade, sah für mich gut aus. Aber das ist auch sowas, was man bedenken muss. Wenn sich ein Wrestler mit dem Move nicht gut fühlt, dann ist ja die Gefahr auch groß, dass ihn das aus dem Rhythmus des Matches bringt. Und das solltest du natürlich nicht riskieren. Ja, und dann kann man natürlich noch variieren. Bei einem Bam Bam haben wir ja erwähnt mit dem Diving Headbutt oder so, oder zeigt er doch mal den Moonsault, ne? Oder ein Vader, zeigt er die Vader-Bomb oder ein Moonsault. Was dann ja nochmal eine ganz andere Intensität hat. Ist der Gegner jetzt so hart, dass man dafür den Move auspacken muss? Ne? Gut, über Lesnar Shooting Star legen wir den Mantel des Schweigens, wie immer eigentlich, aber
war trotzdem ganz gut gedacht, war ja ein sehr, sehr wichtiges Match für ihn und auch ein sehr krasser Gegner, aber man sieht auch bei ja. Dokumentationen immer wieder das Video von ihm in Ohio Valley Wrestling, da hat er ihn ja hingekriegt. Ja, ja, da klar. Da muss er ja allerdings nicht so weit springen, ja. Das ist auch teilweise die Nervosität, denke ich, ne? Ja. Wenn es, ja, eben, wenn es der Finisher sein soll, im Main Event von WrestleMania, vor zigtausend Zuschauern, dann, ja, dann geht auch einem Lesnar, glaube ich, so ein bisschen die Muffe dabei. Denke ich. Vor allem 2003, wo er jetzt noch längst nicht so erfahren war, war ja noch kein Jahr dabei. Muss ich gerade mal gucken, habe ich noch was? Ja gut, Ric Flair noch mit seinen zwei Moves und dann sagen alle, ja, der Beste aller Zeiten und dann denke ich, ja, so ein bisschen mehr darf er ruhig zeigen, aber ja, aber der hatte in den 70ern so super Matches und da hat er viel mehr gezeigt. Und der hatte auch in den 80ern und 90ern super Matches gepfeifelt. Ja, und dann sehe ich da die Chops und die Knee Drops und den Figure Four und dann denke ich, ja, ist nicht interessant, trifft nicht meinen Geschmack, aber ist ja okay. Geschmäcker sind verschieden. So, ist denn Espada noch da? Ja, ich warte noch, dass Gordon was sagt. Oder wolltest du mir auch noch was? Ich wollte dir auch noch was mitteilen. Hast du deinen Gürtel mit? Oh, liebe Fans! Da wird er herausgefordert. Ja, habe ich. Ja, das ist gut. Solltest du auch immer dabei haben. Ich hier. Ja, hatte ich schon mein One-on-One-Rematch? Ich weiß es gar nicht. Nee, aber das hast du natürlich in diesem Moment jetzt. Ach, guck an. Ja. Krass. Die haben sich gegen mich verschworen hier. Sie sind zusammengeschlossen, die beiden. Das kann aber nicht wahr sein. Und ich stehe außen vor, oder was? Ja, Conway kommt mit rein in den Mix hier. Ja, okay. Ich will Conway dabei haben. Okay. Oh. Ja, nicht oh. Okay. Ich halte nur das Quiz. Gegen wie viele Leute du antreten willst, das machst du ja unter dich auch. Ich nehme Conway mit rein. Oh. Wenigstens rennst du nicht weg, wie alle anderen 20% Champs. Because JFK knows he can't beat me. Ja gut, dann haben wir ein passend zum Thema ist das Quiz heute Finishing Moves. Oh Gott. Passend zum Thema. Oh sehr nee. Ne? Und wer schneller buzzert, buzzert mal lieber bei Facebook. Ja. Weil das glaube ich, hier bei StreamYard, da ist ja mal, ne, da ist ja dieser Übergang. Also macht mal ein Chatfenster mit mir auf. Ja. Und wer buzzert, der darf dann einen Tipp abgeben. Gibt keine Minuspunkte, also ihr könnt auf jeden Fall raten. Ja, haben wir aber nur eine Chance, richtig? Ja, jeder hat eine Chance, genau, so ist es. Und ja, wenn es keiner rät, dann löse ich es irgendwann auf. Oder wenn alle drei falsch sind, ne? Wenn ihr gebuzzert habt, habt ihr 10 Sekunden Zeit zu antworten. Wie viele Fragen gibt es? Ja, gucken wir mal. 5 bis 10. Okay. Quick round quasi. Je nachdem, wer führt, ist klar. Das ist jetzt wieder abgekarrt. Ja. Wenn JFK führt, mach mal weiter und weiter. Willst du eine feste Zahl? Dann sagen wir jetzt dann such dir eine feste Zahl aus. Nee, mach du mal. Ja. Ich überlasse das dem Champ. Des, weißt du was? Ich mach das so ganz einfach. Ich nehme einfach meine App hier. Random App. So, und dann machen wir... Die heißt auch so, Random App. Ja, die heißt tatsächlich so. Ja. Randy App. Ja, eigentlich heißt sie The Randomizer, also von daher. So, Zahl von 1 bis 9. Also sind es insgesamt, ich mache jetzt mal von 5 bis 10, 6. So. Ja, 6, also, okay. Es wird 6 Finisher-Fragen geben. Mhm. Okay. So, ich möchte wissen von euch als erstes, welchen Finisher hatte Kisarni. Boah. Ach, nö. Keine Ahnung. Wie ist das eigentlich bei so einer Antwort? Müsste man dann den exakten finnischen Namen nennen? Oder ist es auch ein Sieg? Ein Zeichen, du kannst mir auch die technische Bezeichnung nennen. Okay. Ich weiß beides nicht, aber... Ich weiß weder noch. Keine Ahnung, wie viele Matches hatte der? 2? Ja. 2? Ja, das stimmt ja leider, tut mir leid. Und eins davon war eine Battle Royale.
Der hat auch bestimmt den Finisher gezeigt. Keine Ahnung. Hat er nicht. Nee, hat er nicht. Okay, auch noch das nicht. Also ich merke schon, hier ist Buzzern unnötig. Ich versuche mal mit zu raten, irgendein Dropkick. Irgendwas. Sagst du das? Ja. Das ist falsch. Okay. Darf jetzt jeder einmal raten? Oder? Ja. Ja, muss okay. Vielleicht sowas ähnliches wie ein, also so ein Skullcrushing-Finale mäßig oder sowas. Sagst du das? Ja. Das ist falsch. So, jetzt war da. Keine Ahnung, ich sag das Gegenteil, eine Downward Spiral. Ich habe keine Ahnung. Das ist leider auch falsch. Ja, das ist. Ja. Tatsächlich wäre es gewesen. Tatsächlich wäre es gewesen, ein Double Arm DDT, der genauso aussieht wie der Future Shock DDT. Okay. Aha. Ja, den hätte ich fast noch erwähnt. Ja. Ja, natürlich. Ja. Nein, vorher, nicht im Gewinn. Ach so. Weil ich den manchmal nicht verstehe. Gut, das war also eine Nullerrunde. Damit bleiben noch 5 offen. Welchen Finisher hatte Ken Patera? Keine Ahnung. Daran merkt man, um was für einen Titel es hier geht. Ja. Oh, den TV-Teil meinst du, ja? Oder was? Ja, ich kann ja nicht kommen mit welchem Finisher hatte The Rock. Nein, ich meine, du merkst es, um welchen Titel es hier geht, weil du richtig merkst, wie alle Teilnehmer hier sofort buzzern. Und sofort buzzern. Und, ja. Ich habe keine Ahnung. Der ist ja auch. Keine Ahnung. Wann hat der aufgehört? Ich werde jetzt Google Bildersuche. Ich verspreche, es ist nur Bildersuche, weil ich ehrlich gesagt gerade. Den Namen kenne ich, aber ich weiß nicht, wie der aussieht. Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Ken Patera. Ken Patera. Ah ja. Der wohnt im Erdgeschoss. Ich kenne den gar nicht, muss ich zugeben. Ich sehe hier gerade Bilder. Der sieht ja auch aus. Was ist das für ein... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann hat der denn aufgehört? Ende der 80er. Ja, super, das ist also natürlich... Hat der für einen Stil gewissen? Genau, es war da noch nicht mal geboren. Genau, was? Ja. Ende der 80er, was? Ende der 80er, was? Ich sehe hier ein Foto, Hulk Hogan gegen Ken Patera. Ja. Und da machen sie beide so Hände ineinander beide und weißt du so, wer hat mehr Kraft, den Arm oder so. Ah, Test of Strength, das wäre bestimmt nicht sein Finisher. Nee. Aber wenn er so einer war, dann hat er bestimmt jetzt keinen Dropkick. Das ist Crisscross. Wahrscheinlich irgendwas Simples. Vielleicht ein Bierhack. Ich sag Bierhack. Das ist falsch. Okay. Ein Bier. Umarmt er ihn mit Bier oder Bear was? Bearhack, Entschuldigung. Ja, ich sag, ja. Aber ein Bearhack war tatsächlich einer seiner Trademarks. Also das war tatsächlich ein Signature-Move. Ja, weil das Foto hier mit dem Kräftemessen. Ja, wenn du sagst, das ist so ein Power-Guy. Ist er ja. Scheint Ich nehme irgendwie, keine Ahnung, ich nehme mal die Claw, weil er den Kopf vom Gegner kaputt gedrückt hat, weil das so ein Kräftegei war. Auch das stimmt leider nicht. Ja. Wenn er den Bearhack gezeigt hat, dann vielleicht ja auch ein Overhead Belly to Belly. Sagst du das? Ja. Das ist falsch. Ja, natürlich. Es wäre gewesen der Swinging Full Nelson. Oh. Okay. Ja. Aha. Ja. So, dann, welchen Finisher hatte Ricky Ortiz? Oh. Ach, fuck. Den habe ich gesehen im Ring, aber. JFK hat überlegt, ob er buzzern soll. Ich habe die 3 eingegeben. Ich habe. Das war auf jeden Fall nichts. Ja. Der war ja auch sehr unbeweglich eigentlich. Ehemaliger Footballer, glaube ich. Der ist doch verheiratet mit Layla. Echt? Ja, schon viele Jahre, ja. Oh mein Gott. Okay. Ja. Also wieder geschieden oder immer noch wirklich? Das müsste ich nachgucken, mache ich jetzt aber nicht. Nee, aber ich meine jetzt. Ruhig. Okay. Du gönnst Conway auch den Titel, ne? Ich glaube, das wird eine Nullrunde hier.
Ricky Ortiz, WWE. Ja, verheiratet seit 2015, ja. Okay. Und der war 1,91, also ich sag ja, der, naja, wohl. Ich hab mir den größten. Aber das ist auch so die Zeit, wo ich gar nicht geschaut habe, als der da war. Ja, da. Eieieiei. Der hatte immer so ein Wischtuch dabei, glaube ich. Auch. Den Lappen. Ja, den Lappen, genau. War ja ein Lappen. Ich meine, ich mochte den, der hatte ein bisschen Ausstrahlung, aber mehr auch nicht eigentlich. Ja gut, dann sage ich jetzt den Face Wash. Das ist falsch. Wie sieht der überhaupt aus? Das ärgert mich. Es war auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Move irgendwie, wo du denkst, so, das ist ein Finisher, naja, gut. Bisschen Impact, aber. Okay. Ist irgendwas mit einem Chop irgendwie im Kopf. Irgendwie. Aber nee. Das war Kali. Ja, das ist eher Kali, ja. Ich wüsste nicht mal, was ich raten könnte bei dem. Na? Irgendwas mit seinen Armen. Ja, dann sag doch was. Naja, das ist ja das Ding, was kann man da sagen? Vielleicht gut, ich zähle jetzt runter. So eine Art Judas-Effekt, weißt du? Sagst du das? Ja, naja, so mit Ellbogen so. Das ist falsch. Okay. So, Espada, jetzt kannst du dich abheben vom Rest. Ja, ganz toll, weil ich ja auch Ricky Ortiz genauso gut kenne. Rate doch einfach irgendein Manöver, ist doch vollkommen scheißegal. Es gibt ja kaum Moves, keine Ahnung. Wenn Conway sagt einen Nullinger-Move, dann sage ich jetzt irgendwie so einen Overdrive. Das ist auch falsch. Oh. Es wäre gewesen The Big O. Was ist das? Ja, okay. Ein Splash. Er hat einen Splash gemacht, bei dem er mit den Armen hinten an seine Hacken gefasst hat, damit er dann aussieht wie ein O. Ach Gott, okay. Das ja. Ja, großartig. So, ja, nach drei Runden steht es 0-0-0. Ja. Welchen Finisher hatte denn Blitzkrieg? Oh. Keine Ahnung. Warte. Ja, toll. Das weiß ich, das Bader, weil er. Nee. Du, der wie viel Match hattest der? 5, glaube ich, wovon ein Pay-Per-View-Match war. Gegen Kruvi. Oh. Ja, dann rate. Ach, ist das ein Cruiserweight-Wrestler? Ja. Okay. Das ist ein Cruiserweight-Wrestler. Ach, scheiße, ey. Wrestler für Moves haben. Ja, ich überlege. Macht ihr mal erst. Irgendwas scheiße. Flashiges, wie ein Blitz. Ja, der. Ich sag mal so, er war natürlich wie Ruvi so von Statur, ne? Okay. Der hatte schon. Ich guck jetzt nicht, ne? JFK, weiß auch gar nicht, wo der sonst noch beim Pay-Per-View Matches hatte. Außer jetzt gegen Ruvi. Ich meine, beim Pay-Per-View hat er das auch, glaube ich, verloren gegen Ruvi. Ja. Aber der war damals so richtig promising und dann war der auch wieder weg. Das ist richtig. Scheiße, ey. Also, ich kann den anderen sagen, es war zumindest auch eine Springbohne. Ja, der war auch sehr jumping unterwegs. Aber Herrgott, was hat er denn als Finisher? Scheiße. Gott, ich überlege gerade. Ich glaube, Ruvi hat ihn mit dem 450 besiegt, ne? Oder war das dann, nur mit dem, war das mit dem, oh, ich überlege gerade. Ich meine, es war mit dem 450. Okay, ich überlege gerade, ob das der Ruvi-Driver war, aber scheiße, ey. Wie kann man es vom Namen irgendwie herleiten? Ja, ich sage ja, wie ein Blitz. Nee. Irgendwas. Nee. Nee, es muss ja schlicht sein. Wieso? Ja, weil du es ja von einem breiten Publikum kannst du es ja nicht von einem deutschen Begriff ableiten. Ach ja. Der Blitzkrieg ist also, ja bekannt. Ja, gut. Also nicht sowas international. He won with the Blitzer. Das geht natürlich nicht, aber. Scheiße, ey. Ich das nur wüsste, was der fucking für ein Finisher hatte. Also ich.
Ich nehme an, dass... irgendwie so ein Kriegsbegriff, sowas wie der Atom Smasher oder so. Wenn das aber ein Highflyer ist, der auch so Ruby-mäßig, dann behaupte ich, dass er irgendwas vom Top Rope gemacht hat. Was weiß so, ich so. 30 Sekunden gebe ich euch noch. Oh Gott. Also ich rate, dass er springt und auf dem Gegner landet. Ja, das reicht mir nicht. Ja, das ist ein bisschen genauer. Aber das reicht mir nicht. Warte, ich überlege gerade. War nicht bei dem Pay-Per-View, Moment, sag nichts. Ich glaube, er hat sowas wie ein 450 gezeigt, oder? Ich sag jetzt sagst einfach 450. Das ist falsch. Shit. Dann sag ich sowas wie eine Swanton Bomb. Das ist auch falsch. So, JFK, ja, 10 Sekunden. Gott, ein Shooting Star. Auch das ist falsch. So. Es wäre gewesen die Sky Twister Press. Aha. Was war das? Das ist das Manöver, das auch Seth Rollins schon ein paar Mal gezeigt hat, wo er sich einmal um die eigene Achse dreht und dann... Die Phoenix Splash. Genau. Ja. Ach so. Oh, okay. Gut. Aber immerhin kommen wir der Sache näher. Ja. Jetzt zuletzt. Genau. So, ich kann jedem empfehlen, Blitzkrieg-Matches zu schauen. Ganz kurz davon. Also die Matches waren echt gut, die er hatte. Ja. Zwei haben wir noch offen. Mhm. Ja. Als er der Biker war, welchen Finisher hatte Chuck Palahniuk? Ja, das war so klar. you won't remember me. Ja, das ist richtig. Ja. Boah, ich rate, ich hatte er nicht so einen Cobra Clutch Slam? Quasi einen Cobra Clutch genommen und dann Overhead. Sagst du das oder ist das eine Frage? Weil Frage nee, ich sag das jetzt einfach nicht. Mal. Das ist falsch. Ja. Nee, ich bin der Meinung, dass er irgendwas typisch Biker und er war auch groß. Er ist groß. Nee. Ja. Ich schwanke halt zwischen Arm oder Bein. Passiert dir öfter. Bin groß! Okay, du hast sowas von recht, das ist schon... Ja. Naja, so eine Art, also das ist jetzt meine Antwort oder Vermutung, sowas wie ein Big Boot, aber nicht so wie Tess oder Nash, sondern aber auch nicht so ein Bicycle-Kick. Sondern er ist dann, ich kann ihn so schlecht beschreiben. Ich habe es auch nicht so richtig vor Augen, aber. Ein Yakuza Kick oder was? Nee, sondern so ein angewinkelter Big Boot. Also, wo das Bein nicht komplett ausgestreckt ist, sondern so reintretend. Und dann auf die Fuß landet. Ja, sagst du das? Kick. Ja, sage ich. Das ist falsch. Fuck. So. Dann war das ein Signature von ihm oder so. Ja. So, dann sage ich jetzt noch Pump Handle Slam und dann sind wir durch. Das ist auch falsch. Siehst du? Es wäre gewesen der Whirlwind Side Slam. Hat den Gegner so hochgenommen und sich um die eigene Achse gedreht, um ihn dann zum Side Slam fallen zu lassen. Auch ja, schön. Okay. Ja. Okay. Naja. Gut. So. Ja. Letzte Frage. Jetzt kommen wir in eine Runde hier. Ja, deswegen bist du der World Champ und wir, ja, ich weiß, mach weiter. Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ja, man hört das aus seinem Seufzen raus. Er hätte die alle gewusst. Ja, natürlich. Er hat sie auch nachgeguckt vorher, ist doch logisch. Nee, auch ich war spontan eben eingefallen, das Quiz. Ja. Also vier von denen wusste ich, den von Palumbo musste ich wirklich nachgucken. Wusste ich auch nicht mehr. Ich war nicht mal mehr sicher, ob der jemals gewonnen hat, aber dann fiel mir wieder ein, ich glaube, irgendwann hat er das mal, ja. Gut, okay, dann, wen nehmen wir denn jetzt als letzten? Ich hatte ja nur 5, jetzt gucke ich mal eben kurz. Schon. Oh ja, das könnte man machen. Okay, das machen wir, das ist gut. Als er
mit Nidia im Team war. Welchen Finisher hatte Jamie Noble? Oh, was weiß ich? Ich weiß das. Was denn? Naja, also den Namen weiß ich nicht. Und ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob das der Move war. Jetzt versuche ich zu überlegen, wie ich den Move beschreibe. Und während ich mir die Beschreibung überlege, überlege ich, ob die Beschreibung für mich plausibel klingt. Dahingehend, ob das wirklich der Finisher war oder nicht wieder irgendein Signature, weil auch ein Jamie Noble hat viel gute Light Heavyweight Moves gezeigt. Das war seine, oh Gott, das war ja die Smackdown-Zeit, ne? Ja. Der Jeanshose, der kurz. Gott. Trailer Park Trash. Ich fand die beiden so geil. Scheiße. Das ist diese, ich bin der Meinung, dass auch ein aktueller Worker diesen. Moment. Oh, das gefällt mir jetzt. Bei SmackDown. Ich weiß nicht, ob es ein Finisher war, aber ich erinnere mich dran. Ich nehme das einfach mal. Hatte der nicht irgendwie Tiger Driver gezeigt? Sagst du das? Ja. Das ist falsch. Shit! Hat er, glaube ich, aber das. Das war aber nur die Vorbereitung. Shit! Also ich, bevor noch jemand irgendwas einfällt, ich habe diesen Move im Kopf, der so in die Richtung geht, das ist auch keine Frage jetzt. Schon mal, das ist jetzt so meine Vorbereitung auf die Antwort. Der so in die Richtung geht wie bei Cedric Alexander. Also so eine Art Gutbuster. Ah, okay, ja, ich weiß, welchen du meinst. Ja. Sagst du das? Aber nicht so wie bei Cedric. Ja, ich weiß. Ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß, welches Manöver du meinst. Sagst du das? Ja. Das ist falsch. Dachte ich mir. Wenn du schon so, ich weiß, welchen du meinst, ja, sagst du das? Ja, dann. Ja, ich weiß, aber ich wusste genau, welches Manöver du meinst. So, jetzt kann JFK es noch machen. Aber dann weiß ich auch nicht. Du sagst, der Tiger Driver war eine Vorbereitung. Ich wette, irgendwie im Namen, im Begriff für den Finisher war irgendwas mit Trailer Park oder so. Nee, vielleicht so eine Art Cloverleaf. Okay. Sagst du das, JFK? Sagst du das? Ja, sagst du den Text Cloverleaf? Ja, sag ich mal. Das ist auch falsch. Ja. Es wäre gewesen The Trailer Hitch. Ah, siehst du, sag ich doch. Reverse Figure for Leglock. Ach du Schande. Aha. Okay, wäre ich nie drauf gekommen. Gottes Willen. Und damit hat er unter anderem Chavo Guerrero in die Knie gezwungen. Im wahrsten Sinne des Wortes, in die Knie. The referee has ruled this bout a draw. Yes. Therefore, yes. Still, yes. Your 24/7 champion, Tito Espada. Vielen Dank. Ich möchte mich bei meinen Fans bedanken, die die ganze Zeit bei mir gestanden haben, in diesen schweren Zeiten, und dass ich hier durchgehalten habe. Arriba! La Raza. ja, gut. Dann hat es nicht sollen sein. Nächstes Mal dann vielleicht. Mal gucken. Vielleicht dann nächstes Mal umgekehrt. Welcher Finisher zu wem gehört? Das könnte man ja auch mal so verpacken. Braucht vielleicht ein bisschen Vorbereitungszeit natürlich. Gut, dann Dankeschön für diese nette Runde mal wieder. Hat wieder viel Spaß gemacht und wir hätten natürlich noch stundenlang weiter erzählen können über gute Moves, schlechte Moves, Finisher, nicht Finisher, welche Moves vielleicht gute Finisher gewesen wären, die man aber nie als solche benutzt hat oder weiß ich nicht. Irgendwas fällt einem immer noch ein. Ja, die Diskussion kann ja gerne weitergehen auf YouTube. Unter diesem Video könnt ihr natürlich in die Kommentare posten eure Lieblingsmoves und warum. Oder eure Hassmoves und warum. Da wird mit Sicherheit noch einiges zusammenkommen. Und den Rest der Werbetrommel, ja, weiß ich nicht. Gordon war schon, ne? Nee. Nee, okay, kann er ja gleich nochmal machen. So, für dieses schöne Quiz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Tschö.
Ja, also in diesem Sinne, ne, tschüss, bis dann. Und ich hoffe, ihr habt natürlich schon bei uns den Abo-Button gedrückt. Falls ihr das noch nicht getan haben solltet, dann tut ihr das natürlich hoffentlich jetzt. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen unter Patreon. Ihr könnt uns unterstützen unter PayPal. Das wäre also unglaublich nett, wenn ihr das tun würdet. Und ihr könnt uns natürlich joinen. Also einmal auf Twitter, einmal auf Facebook. Und da könnt ihr dann natürlich auch mit uns weiterhin diskutieren. In diesem Sinne, wir hören uns zur nächsten Meta oder zur Formless Week oder zum Moon Talk oder zu Random Review Reels oder zu allen möglichen anderen Formaten, die wir auch noch weiterhin haben, wie zum Beispiel Fire Pro Wrestling. Tschüss, bis dann.